Ja, von mir aus, also ich bin bereit. Gut, wie jetzt schon? Es steht da gar nicht, dass du bereit bist. Doch. Jetzt Na, ja. Jetzt gehe ich mir jetzt. was. Ich komme sofort wieder. Wie, jetzt gehst du dir was zu trinken? Ja, Ich aber dachte, du jetzt will hast ich schon. noch was trinken. Nee, warte, jetzt will ich aber, aber ich komme Warte sofort. mal, hör mal, hör mal, hör mal. Was denn? Ach so, hat man jetzt nicht gehört, schade. Wie ich die Was denn? Flasche aufmache. Ach so, nee, bis gleich. Jo. Jetzt muss er sich was zu trinken holen, wenn das Stream am Laufen und alle bereit sind. Ja, dann mache ich jetzt mal 60 Sekunden Werbung. Du Werbefuzzi, bei dir kommt nur noch Werbung. Bei Nicht, mir wenn man mich beschweren sich gesamt alle, hat. wenn ich aufs Klo gehe, ich hab eine Szene eingerichtet, die ich als Werbeszene markiert habe für die Fische, fürs Aquarium. Weil Ja. du kannst es ja so einstellen, dass dann neue Leute für eine halbe Stunde keine Werbung bekommen. Wenn du so einen Ja. Werbeblock feuerst, so einen großen. Und dann habe ich auf die eine Szene gesetzt und da nerven die Leute ja schon. Und bei dir kommt ständig Werbung. Nein, das war das eine Mal, weil ich das irgendwie falsch eingestellt hatte. Jetzt Ja, funktioniert ja, das. ja, ja, ja. Warum Für geht denn? 3 Cent Werbung verkaufst du deine Zuschauer Warum? an den Marktriesen Twitch oder so. Ah, ich habe mich schon Der gewundert, dass die. Jeff Bezos braucht nicht noch 3 Cent mehr. Oh, schwer, ja. Nee, ich schalte ja jede Stunde Werbung. Von daher, dann summiert sich das. Warte mal, ich muss mal eben Licht ausmachen. Ich glaube, ich habe es auf 3 Stunden geschaltet oder was auch immer das Maximum ist. So 30 Sekunden alle 3 Stunden oder Oh, sowas. Linda! Hallo, Linda! Linda schaut zu. Linda schaut zu. Ist das so? Mit ihrer Krake. Ja, ich sag mal, Prost. Prost. Was hast du dir jetzt geholt? Was ist das denn Könnte man ja hier? eigentlich machen. Rockstar Punch'd Frozen Raspberry. Ich dachte, du holst ja Alkohol. So voll enttäuscht. So, dann klauen wir uns mal den Chat drüben von Dennis noch mit rüber. Nein! Die. Von Linda auch Prost. Danke. Ja, vom Finnen muss noch bereit machen, ne? Ich bin bereit. Ja. Oder Schon die das mache ganze ich Zeit gleich, nur wenn jemand Dennis auf hier. mich schießt, ey. Ich mache das auf jeden Fall. Oh je. Also, dann können wir nicht auf Dennis zählen. Der erste epische ist futsch. Oh ja. Oh, Gottes Willen. Es gibt jetzt von dem Rockstar BCAA ein neues mit Tropical Orange. Das ist mega lecker. Ja, das ist auf jeden Fall nicht. Boah, ist das eklig. Ja, Linda, wir haben ein bisschen gedaddelt. Ich bin aber noch gar nicht so hoch. Ich bin erst Level 44. Nur Finnen ist total abgegangen. Der hat hier irgendwie total reingesucht. Und ich Und bin sehr erst viel Geld Level 69. reingesteckt. Finnen, Ja. Sniper, 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 hier ist Sniper. Wo, Sniper? Wo, wo? Ah, zu spät. So, Im wie war hinten? Kätzchen. Markiert ihr. Finnen, du Also, markierst. der Finn Ich. ist der Okay. Einzige, der über 100 ist. Ja, aber auch Er wollte verdient ja diesmal. unbedingt den schwarz-goldenen Spider-Man, den man dann kaufen Es konnte. ist so eine Rotze, ist das, ne? Komm, Ich gehen gehe wir mal mal davon aus, das ist ein Anzeigefehler gewesen. Finn ist der Einzige mit über 100, aber ja. Ihr redet Wir sonst haben auch so alle schon schlecht, fühlen ordentlich. müsst ihr deswegen. Wir haben alle schon ordentlich Nein. reingefeuert. Nein, warum? Aber du bist Okay. trotzdem der mit der Flamme in der Nummer. Ja, Ja. ich fühle mich gerade wie Elon Kibi. Ja, die haben auch Flammen in den Nummern. Ne, jetzt nicht. Noch nicht. Danach, die überholen dich auch noch, früher oder später. Ich habe eine grüne Also. Sniper, was mir gar nicht gefällt. Ich habe nämlich nur eine grüne Sniper. Hey, ich bin noch nicht mal am Boden. Was ist denn los mit euch? Weiß ich nicht. Warte jetzt, ich warte jetzt, jetzt Alter, warte. stirb! Ich ziehe die Kopfschüsse. Ja, die machen wir jetzt sofort. Warte, das geht jetzt ganz schnell.
Ich fühle die Kopfschüsse. Fuck, ich bin down, ich bin down. Hast du probiert? Fuck, ich bin auch down. Nein, nein, ich war zu langsam. Wir sind zwei Sniper, zwei schwarze Spideys bei mir. Ja, bei mir ist auch einer, der hat mich platt gemacht, scheiße. Nein, das ist purer Neid. Was ist purer Neid? Ah, dass wir das, wegen dem Level 114. Dass Linda sich beschwert. Nein. Nee, nee. Also das ist, ja. Wenn man halt ein bisschen mehr spielt als die anderen. Boah, hör mal auf. Ach Gott, schon, ey. Erstmal warm. Wir sind alle tot? Ja, ja, Junge. So schnell ist die Krone weg. Ich meine, war klar, dass das nichts wird, nachdem ich gestorben bin. Jetzt kommt der schon wieder mit einem... Er steht's. Nein. Knecht, Knecht. Knecht, echt jetzt? Knecht? Ich hab das meiner Freundin gezeigt, das Video. Ja, Junge, ich hab gleich Spinne. Weil pass auf, wir haben darüber geredet, was würden wir machen, wenn wir ganz reich werden würden. Und da habe ich gesagt, ich würde mir ein ganz großes Haus kaufen natürlich, mit eigenem Schwimmbad, Solebereich und so weiter. Und dann würde ich einen eigenen Club kaufen, direkt neben dem Haus. Und da habe ich gesagt, ich weiß schon ganz genau, wen ich als Türsteher einstellen würde, aber mit einem überdurchschnittlich hohen Gehalt natürlich. Da habe ich gesagt, Finnen. Und da meinte ich, wie, der sieht aber eigentlich ziemlich harmlos aus. Ja, weil ich die Brille jetzt mal anhab. Nee, die hatte ich ja auch schon ohne Brille gesehen. Ja. Da habe ich ihr das Video nochmal gezeigt, halt, wie ihr das sagt. Knecht? Echt jetzt? Knecht? Da sag ich, guck mal, wenn der jetzt die Brille abnimmt, ne, und überall Tattoos, da haben die Leute schon Angst. Ja, Quatsch. Ach komm, Dennis, du kaufst dich ja immer nur noch hoch. Bitte? Darauf bin ich natürlich nicht neidisch. Was? Ich kaufe mich doch nicht hoch. Wünsche euch einen schönen Abend. Du kaufst dich nicht hoch? Schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Ich weiß jemand, der hat 25 Level gekauft. Schöne, ja, sag, schöne Weihnachten auch von mir und auch einen guten Rutsch. Komm ab, Black Greasy. Weiß nicht, weißt du jemand, der sich 25 Level gekauft hat? 25 ja, Level? Oder? Ich beim großen Post, meinst du jetzt, oder was? Also meinst du das jetzt, den ja, Post, den ich schon erholt hab? Ja, das meinte ich. Ja, weil die Linda gerade geschrieben hat, dass ich mich hochkaufe. Dennis hat sich 98 Level gekauft, siehst du doch erst mal. Nein, das stimmt nicht. Aber beim letzten Game Pass habe ich auch 25 Level dazu gekauft, ja, weil ich ja unbedingt noch gar nicht... Was für 25 Level, da habe ich mit Linda und Vanessa gespielt und dann kamst du immer rein und warst Level 1000. Ja, ist klar. Ey, und du hast nie gespielt. Level over 9000. Over 9000. Da stand schon 99999 und das hat gar nicht aufgehört. Hör auf. War gecheatet. Cheaten kann ich. Ey, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Warum sind denn hier schon wieder so viele Menschen? Ja, sind sehr viele hier. Ich hätte zwei grüne MK7 abzugeben. Ja, also ich würde eine nehmen, weil ich habe nicht eine und ich habe schon Besuch. Ich habe mir vorgenommen, diese Runde nur mit Autoreifen Leute zu töten. Mit Autoreifen? Ja, weil ich einfach mal so meinen Skill beweisen möchte. Finn, okay. komm mal zu mir. Hier ist erstens grüne MK7. Ja, zweitens der Tomatenkopf hier verkauft blaue Sniper. Ja, ich bin schon fast da. Hier ist ein Gegner. Ja. Warte, ich bin. Wo bist du denn mal hier? Wo hast du? Lass mal weiter. Hab zwei knocked. Hier im Haus. Links, rechts von dir. Rechts von dir. Wenn du weiterläufst. Ja, ich komme einfach mal durch die Wand. So, guten Tag. Ja, genau, da drin liegen. Wo ist der Automat? Ach, du meinst den Tomatenkopf. Der verkauft die blaue Sniper. Nice. Und nebendran liegt da eine MK7 grün. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Vielen Dank. Auf jeden Fall, also Linda, MK7 unter der Treppe, ne? Also falls du noch zuschaust, ich wünsche dir das natürlich auch, dir und deiner Familie. Was verkauft der Tomatenkopf hier? Blaue Sniper. Blaue Sniper. Okay.
Und da in demselben Haus liegt auch noch ein Ding drin. Hat jemand Bock auf eine lila eine Ranger? Kann ich jemanden anbieten? Ist hier was bei euch? Ja. Hier. Ich komme. Und dann erscheine ich. Geil. So will ich das haben. Hier kann man eine blaue Maschinenpistole kaufen. Dafür schmeiße ich einen Autoreifen weg. Das ist immer mit Ansage. Immer, ich wollte eigentlich alle kaputt zu machen. Das ist mein Haus. Du brauchst hier gar nichts kaputt zu machen. Fang jetzt ich nicht muss noch. An. Ich muss noch 100 Mal Schwachstelle treffen. Ja, ja, treff die in einem anderen Haus. Ja, warum? Ja, weil du. Ey, ich schürt. Was denn? Lass es weg hier. So. Oh! Bei mir beschwert er sich auch immer, wenn ich meine Quest machen. Ich werde ganz hässlich angefasst. Würde ich mich jetzt quasi drüber freuen, aber er hat auf jeden Fall jetzt gerade erst gekonnt meine Axt ausgewischen. Also ich werde hässlich angefasst. Ja, ich bin ja schon da. Ich hab dir eine lila MK7, wenn du mir hilfst. Ja, ich bin da. Der findet fast dich hässlich an. Ich bin. Ja, das auch. So, wo ist die? Ich schieße nicht, bevor ich nicht meinen Einsatz hier bekomme. Wo? Wo? Was? Ach da, da kriegst du deine. Ach, da. Okay. Jetzt können wir töten. Jetzt konnte ich wegen dir nicht das TikTok-Video für den Dennis machen. Welches TikTok-Video? Wie Dennis gekonnt meine Axt ausgewischen ist. Ja. Toll, hat sich jetzt verpisst. Super. Die Axt kriegst du nicht, die MK7 kriegst du nicht wieder. Das war nicht, so war das aber nicht abgemacht. Dann lassen wir mal schauen, wo wir hingehen. Lass mal direkt mal das, oder? Ja doch, lass mal da hingehen. Ich habe gehört, in Marxlo soll es gerade schön sein. Oh, Rucksack. Wie Rucksack? Rucksack. Och nein. Dann gönne ich dir natürlich. Aber ja, ich will doch tauschen. Ja, ich weiß, dass du tauschen würdest. Ich aber nicht. Aber ich kann es wirklich gut. Und ich wollte dir das unbedingt mal zeigen. Ich kann ganz gut tauschen. Hier ist noch eine MK7, falls jemand noch eine MK7 braucht. Blaue ich Ranger. Ich brauche tatsächlich Spider-Man-Handschuhe. Also die müssten doch da drüben sein. Ja, ich hab, wer von euch hat Interesse an einer blauen Sniper? Ich nicht. Ich auch. Aber guck mal hier, ich hab Spider-Man-Handschuhe. Das ist ganz toll. Guck mal, pew. Ich auch. Pew. Ich nehme doch die blaue Sniper. Ohne, dass ich dir meine Spider-Man-Handschuhe gebe. Ah doch, ich wollte gerade sagen, das wäre so ein Verarscher. Jetzt habe ich auch Spider-Man-Handschuhe. Angeber. Bei dir? Keiner mag Angeber. Ja. Guck mal, wie schön ich fliegen kann. Hui. Ah, scheiße, ich bin rausgeflogen. Ach, jetzt bist du ein echter Gangster. Hallo, Kevin. Wow! Bin ich weit geflogen. Und wow, bist du gut abgestürzt. Gibt ja keinen Fallschaden. Da würde ich nicht drauf wetten. Also so wie ich gefallen bin, definitiv nicht. Zone kommt. Ganz hässlich. Ja, wir können ja fliegen. Wollte ich gerade sagen. Ja, dann flieg mal. Flieg mal, du Fledermaus, du. Pfiou! Guck mal, schon fast in der Zone jetzt. Ich bin halt so ein richtiger Spidey. Ja. Aus dem Multiversum. Oh shit. Oh, was ist das denn feines? Ranger-Sturmgewehr? Ne, möchte ich nicht. Sportnet Level 49. Was ist das denn für ein Deutsch? So. Da ist der Kevin. Ja, Kevin, das ist schön, das freut mich. Das ist aber nicht besonders hoch dafür, dass du so viel Fortnite spielst, ne? Muss man ja mal sagen. Du suchtest das ja schon sehr.
Da hätte ich jetzt aber bei dir Level 149 erwartet. Den ist stresst? Nee, ich habe nur eine Wache der 7 getötet. Von hier aus. Da hinten. Da ist Dwayne Rock Johnson wahrscheinlich. Das sind Gegner, rechts, auf der anderen Seite. So bei 120 rumlaufen die Richtung Straße. Und hier ist ein Müllschwein. Ein Müllschwein? Müllschwein, ich mag Müllschweine. Ich mag Milchsteine. Und Milchbäume. Warum ist denn der Finn so weit weg? Ich hab Spider-Man-Handschuhe. Ich hab geguckt, wie weit ich damit komme. Bam, genockt. Ey, habt ihr Stress? Zack, da ja, noch einen genockt. 180er Hit sogar. 180er, obwohl der im Wasser ist. Neben dem Haus auf der Wiese, vorne bei 72-70 rum, ist noch einer. Ja, fast erwischt. Ah! Der ist auch low, egal wie hab du ihn! Tippst. Hab sie! Nice. Krabbelt. Ah. Ja, hole ich uns wieder den epischen. Sag nichts Falsches, sonst breche ich ab. Warum? Weil es plötzlich so viel einfacher ist, wenn du dabei bist, oder nicht? Finden ist irgendwie wirklich ganz weit draußen. Ja. Wo seid ihr denn? Schon Richtung Zone. Ja, weil ihr gesagt habt, ich bin in der Zone drin. Weil ihr gesagt habt, ey, ich sehe das jetzt gerade, wie weit ich weg bin. Ja, wir hatten ein bisschen Stress. Wir mussten erst ein Team wegmachen. Ja. So wie es ausschaut, wir verdienen uns unseren epischen nämlich. Das wir wegmachen müssen. Ja, da hier sind sie. Ist noch ein Team am Haus oben. Der eine hat ordentlich Schaden passiert. Ich gehe hin oder soll ich kommen? Also zum Unterstützen. Soll ich kommen oder? Jo, beide down. Der rechte auch. Ja, aber oben am Haus sind noch, ne? Achtung, müssen wir aufpassen. Ach so, oben ist auch noch einer. Okay, da hab ich ja, gesehen. Oben am Haus sind noch zwei sogar. Vielleicht haben wir ja Glück und die schießen noch Finnen. Ah ne, der ist zu weit weg. Nee, ich hab schon genug Stress hier. Oh, viel zu viel Stress, viel zu viel Stress. Oh, shit, ey. Was hab ich jetzt? Oh, die Zone. Oh, ich schaffe davon, ich will jetzt. Scheiße, mir geht die Munition echt hart aus, so. Ja. Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Ja, der läuft doch da am Strand. Hier ist noch irgendwo. Hier ist noch irgendwo. Da, haben. Achso, schön. Blaues Ranger. Warum haben die alle nur blaue Ranger? Oh, rechts von uns, Spider-Man. Ja, der ist oben am Berg oder im Daily Bugle drin. Hier ist einer. Der ist down. Lässt er sich einfach runterfallen? Nein, der ist hier. Oh, shit.
Scheiße, er hat uns beide. Nein, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Bei dir, komm her, komm her, komm her. Ja, ich bin ja stand. Ja, der heilt den anderen, der heilt den anderen. Schieß sie kaputt. Der heilt den anderen. Ja, wo sind die? Da drin. Ah, da. Ey, ich okay, bin fast da. Komm her, komm her, komm her. Ich hab nur 16. Nee, mach mich, ich hab 76. Ja. Ach, jetzt wollte ich. Jetzt kommt noch ein Spidey. Oh. Ja. Komm, wir bauen zusammen. Den. Da kommt der, da kommt der. Der holt sich die Karten. Schaffen wir und gib ihm. Danke. Da ist er. Oh, shit. Wo ist er? Down ist er. Sehr schön. So, jetzt muss ich, ich muss ganz schön was zum Heilen finden, Alter. Da hinten ist noch einer. Geht, 20 mit. Warte, da sind Leute, warte. Na, ach shit, schon da hinten auch wieder. Ah, fuck. Das ist auf dem Berg. Und die kommen ja von überall, ey. Haben 89er Hit. Da kommen jetzt 3 Spideys auf uns zu. Wenn du noch 5 Sekunden uns. Oh, alter Schwede. Vor allem für den hinter uns bringst. Finden, jetzt trinkt das endlich. Bevor die irgendwie auf. Jetzt kannst du Rambatz machen. Dann. Da kommt einer einen Berg hoch. Der ist geplatzt, okay. Da ist auch einer. Oh, der wird wiederbelebt. An 2 Stellen gleichzeitig. Wir haben aber keine Visibility auf den Bus hier, ne? Das ist in der Zone, schade. Im Wasser. Hier rechts. Hier bei mir ist auch einer. Ja, das ist der, den ich meine. Okay, der ist down. Da unten, wo ich markiert habe. Hab ich. Ist down. Noch einer ist hier drin, hier oben. Der ist hier unten, der ist runtergeflogen. Der ist down. Hier rennt aber immer noch einer rum. Hier rennt einer rum. Ja, hier oben. Hier oben, den haben wir. Hier ist noch irgendwo einer rum. Hier über uns. Ja, hier ist er. Mit dem dunklen Kästchen da. Im Wasser. Hab ich, ist down, ist geplatzt. Die Zone sehr kommt gut. Jetzt übrigens, wir müssen uns jetzt bewegen. Ey, ich komm schon was raus. Fuck. Ich hab's nicht geschafft, mich da hochzuschwingen. Hier. Ey. Oh, direkt bei mir Gegner. Jo. Shit. Oh, ich komm wieder. Oh nein. Nein. Ja, scheiße, weil schau mal. Einer ist fast down. Das müsst ihr wohl. Der eine ist down, der linke schießt noch. Einer ist. Ja, der ist aber noch einer. Der blaue. Ja, Dennis, trink erst kurz das. Nee, den kriegen wir. Das ist doch der letzte. Ja, okay, ich trink das. Das ist der letzte, das ist ein blauer. Also.
Da wäre noch ein großer, wenn du willst. Hm? Oh, danke. Wo ist der Finn denn? Ich bin da und ich bin oben angekommen. Der ist abgestürzt. Ganz genau, mit dem Schutz in die Zone rein. Ja, der muss da runter sein. Der muss irgendwo da unten sein. Ja, der ist wahrscheinlich in den Bäumen. Was ist denn hinter uns? Was hinter ist das? Ach, oh, scheiße. Ich bin down. Da ist er. Wie hinterfotzig. Ja, der hat gerest. Geheilt. Hast du. Rutsch den Berg runter, damit rechnet er nicht. Ja, werden wir gleich sehen. Damit er noch alles rechnet. Ja, hast ihn fast. Ja, und schön. Jawoll! Hab ich gut gemacht. Ich hasse es, wenn die so mehr bauen als sonst was tun. Aber okay. Na gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber zurück in die Lobby? Nee. Einfach nicht. Hey, Zugi, danke. Alles fit bei dir. Hallo, Zugi! Zugi gibt Zucker für den Affen. Gib dem Affen Zucker. Gib dem Affen Zugi? Warum? Nee, sag mal doch so, gib dem Affen Zucker. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Na. Dafür bin ich nicht alt genug. Ja, tut mir leid, ich habe vergessen, dass du so ein Jungspund bist. Ja. Ende Weihnachtsgeschenke. Wobei, krieg ich ein Weihnachtsgeschenk denn her? Mir geht's immer gut, wenn ich Urlaub habe. Songaufträge? Oh mein Gott, wie viele. Phase 1 von 2. Erhalte dein nächstes Ziel in Longer. Hier muss ich auf jeden Fall hin. Okay, let's go. Ich habe heute ganz, ganz gechillt. Ein Powernap gemacht von 11 Uhr bis 18 Uhr. Mit kurzen Unterbrechungen zwischendrin. Danach ging's mir echt gut. Bin aber jetzt schon wieder leicht müde. So ist besser. Wer schmatzt denn da ab? Das bin ich. Dennis, morgen 24.12. Geschenke. Ach, ich glaube nicht, dass ich viel Geschenke kriege. Ich bin ein böser Junge, ich stehe auf der schwarzen Liste. Also nicht bei den Regnern. Nicht bei denen, also auf der schwarzen Liste einfach. Dann musst du halt ein Liedchen für den Weihnachtsmann komponieren oder sowas. Auf keinen Fall. Sieht so geil aus, ey. Oder du musst Frau Weihnachtsmann als Geißel nehmen. Ach, das war schon bei der Nummer 156, das weiß ich noch. Ich habe Saisonaufträge ganz viele. Ich muss ganz viel erledigen. Dann mach das doch. Mach doch. Boah, ich habe heute ein geiles Video gesehen. Karl Lauterbach bei irgendeiner Besprechung wegnickt. Eine Definition von einem geilen Video ist eine andere als eine von mir tatsächlich. Also ein Video mit Karl Lauterbach. Ja, aber was da passiert? Der nickt einfach weg.
Muss auch mal anhören, wenn der redet. Der macht immer so richtig behindert. Also, das ist, also, wenn du überlegst, das ist eigentlich voll der gebildete Mann. Ja. Aber trotzdem, also das kannst du nicht machen. Das war ja eine Corona-Pressekonferenz mit der RKI. Weil ich glaube zweimal aber auch, gezwinkert und zack. Ich glaube aber tatsächlich, ich glaube, der hat aber auch irgendeine Krankheit, irgendeine Nervenkrankheit war das oder so. Ja, müsste ja Narkolepsie sein. Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich weiß nur, dass ich hatte ihn mal gegoogelt, weil er halt immer so macht. Und ja, das ist einfach, weil er ein Spasti ist. Okay, weil ich trinke jetzt gleich auch was und sage, werde ich wahrscheinlich genau dasselbe sagen. Dann nickst du auch so weg. Dann nick ich wahrscheinlich auch, ja. Du Dennis, was ich dir noch sagen... Ich dachte, ich da sehe ich dich. Ich sehe dich, da sehe ich dich, Finnen. Wisst ihr, was Sprengstoff in einer Schule auf keinen Fall machen sollte? Ne, was denn? Umsetzen. Ey, ich bin ich mal gespannt, wer den versteht. Ja, Sprengstoff umsetzen. Ja. Ey, warte. Ja, einige wissen nicht, was das bedeutet. Ja, einen kann ich mir vorstellen. Ich habe hier gerade ein ganzes Team. Ja, ich bin sofort bei... Ey, warte. Brauchst du nicht. Das Team ist schon explodiert. Ja, schön, dass sie bei dir explodiert sind. Bei mir sind so viele. Ich komme gleich helfen. Ja, wann denn? Sobald ich meinen Drink drin habe und gelootet. Ey, wer ist denn das jetzt schon wieder? Was ist hier los? Wo bist du denn? Da hinten. Okay, ich komm. Ey, ich hab zu viele Gegner, ich komm nicht mehr klar. Ohne Scheiß jetzt. Bitte, kommt mal ganz schnell. Ey, guck, das war. Bin unterwegs. Da, noch einer. Einen hab ich, ja, ich weiß, ich muss aber nachladen. Ist down. Boah, sehr gut. Oh, die waren nicht von einem Team. Die waren nicht von einem Team. Ja, kannst du mich ganz kurz mal heilen? Boah, Junge. Achso, du bist das, der hier krabbelt, okay. Ja. Ich dachte, du bist ein Gegner. Das war jetzt der Wahnsinn, Alter. Ich hab 3 Mann K.O. bekommen, dann sind die 2 auf einmal auch noch gekommen. Ja, guck mal, ich hab die kommen sehen und hab ich so gemacht. Guck so. Ey, das war jetzt echt krass. Bleib mal kurz stehen. Erstens finden hier kurz das da rein. Bitte. Ja, okay. Danke. Und dann kurz kuscheln. Warte. Das hier sagst du rein. Ja, das kann ich jetzt gar nicht vernehmen. Tief hinten rein. Bin so, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier mit Saisonaufträge. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin da? Zu den Saisonaufträgen. Einer ist doch direkt hier. Ja, einer ist doch direkt hier. Ja. Habe ich auch gesehen. Fühl ich. Da war ein lila Vogel und die Idioten haben mich so lange abgelenkt, bis jetzt der lila Vogel weg ist. Ja, super. Ich habe kein bisschen Munition. War das Dodo? Dodo? Ja, von der Sesamstraße. Ja, ich weiß schon, wie Dodo ist. Ich dachte, die ist gelb. Naja, stimmt. Dodo. Mein Fehler. Brauchst du eine Sniper? Nee, ich brauch erstmal, muss ich gucken, dass ich jetzt hier. Und hier ist Sniper-Munition? Ja, warte, ich muss ja jetzt hier ganz kurz mal hier was rausnehmen. Hier. So, Sniper. Aber liegt du dir wieder raus. Warte, ich will hier wieder. Gesundheit. Azuki hat im Weihnachtsmann Brief geschrieben, okay? Was hat Azuki? Im Weihnachtsmann Brief geschrieben. Der kriegt doch sowieso nichts. Das ist aber nett. Aber war ja nicht. Lohnt sich doch gar nicht. Weiß ich nicht. Zuki, nur liebe Jungs kriegen was. Zuki ist doch ein Lieber. Hier ist eine grüne MK7. Ja, die würde ich tatsächlich auch nehmen. Ich habe ein goldenes Ranger-Gewehr. Das behalte ich aber selber. Ich hätte auch noch eine Boom-Sniper im Angebot. Oh, die nehme ich. Die nehme ich auf jeden Fall. Weil da steht ein Zelt. Messwerte von Seismografik drauf eines Matches. Ja. Boah, nein. Ey, kennt ihr das nicht, Weihnachtsmann? Ich habe dir einen langen Brief geschrieben. Nee. Dass viele von den Kindern dich lieben. Irgendwie so, das ist Weihnachtsmann und KKG. Mann. Das ist das Titellied. Und ich hoffe, du liebst mich auch.
Oh, ich komme auf die Melodie nicht. Hier ist noch ein Sixpack. Ich komme auf die Melodie nicht. Wie ging die nochmal? Ich hoffe, du liebst mich auch. Das ist das Ende. Ich glaube, wir müssen los. Finnen? Ja. Hier steht noch immer ein Sixpack, ne? Also. Wo denn? Ja, ich komme. Ja, ich nehme den mit. Okay, weil ich habe keinen Platz mehr frei, um das mitzunehmen. Wir müssen jetzt hier eh weg. Ist unsere Aufenthaltsgenehmigung vorbei? Ziemlich. Naja, wir gehen dann wenigstens, ne? Im Gegensatz zu anderen. Wartest du mit dem Bötchen kurz auf mich? Hallo Sven. Ja, ich warte kurz. Das ist nett. Guck, ich mach dir den Weg da auch frei. Einer hat auch entlang gut geschrieben. Ja, und wie geht die Melodie? Warte. Aber du meintest das Lied, ne? War richtig. Ja. Siehst du, wusste ich sofort. Darf ich mit euch fahren? Ja, dann komm schnell, beeil dich. Du bist in der Zone. Ihr hättet auch zurückfahren können, einfach mich jetzt hier kurz, aber nee. Ich komme angeschwommen. Ich sag einfach so, nee. Go, go, go! Genau, in jedem Weihnachtsmann, von jedem Kind, Weihnachtsmann. Nimm Gegenstände mit, die in einem Zelt verstaut waren. Ey, hat einer von euch ein Zelt, wo ich Sachen kurz rausholen kann? Nee, die waren im Lager, aber das ist jetzt nicht Schaden so. Ich würde gerne hier hin, wenn es geht. Boah, Alter, hier kriegst du so viele Sachen. So, ein paar Level-Ups heute drin. Da hol ich aber jetzt auch gleich schon die Kohle an den Bacardi. Nee, aber das kenne ich tatsächlich nicht mit dem Weihnachtsmarkt geschrieben. Echt nicht Weihnachtsmann und Coca-Cola? Ich kenne nur I Want a Gun for Christmas. Mal Weihnachtsmann und Coca-Cola muss man doch kennen. Ja doch, das kenn ich aber auch. Kommt immer zu Weihnachten. Echt jetzt, Alter. Ja, willst du eine grüne? Nee, möchte ich jetzt nicht. Ich möchte auch nichts. Alter, die NPCs sind ja böse. Ja. Wer macht denn sowas? Ich hab die angeschossen. Warum? Damit wir ein bisschen Spaß haben. Alter. Ich hab dem Weihnachtsmann einen langen Brief geschrieben. Warum bin ich denn eigentlich zu fit, Sven? Was soll das denn heißen? Im Winter lasse ich meine Zelte meist nicht hier stehen. Hier sind auch Zelte. Ja klar, kennt man aber Real Talk. Gruppentresor und Zelt. Ja, wo bist du denn? Ich suche mir jetzt gerade hier das Lami, das da vorne, finde ich mir jetzt. Ich brauche unbedingt. Nee, komm hier zum Tresor. Nee, Alter, ich habe gerade versucht, was zu looten und das hat nicht geklappt. Jetzt habe ich mir hier was gesucht. Ja, aber im Tresor ist doch richtig viel geiler Scheiß. Ja, aber das habt ihr. Ja, aber das. Hier sind auch Zelte. Zelt von blablabla beanspruchen. Doch, soll ich dir markieren? Hier. Nee, ich glaub's dir, aber ich will dieses Lama jetzt. Ja, aber du brauchst doch ein Zelt. Hier, komm. Zelt und wir kriegen unseren Tresor. Dann hast du deine Aufgabe. Finnen. Hier. Komm, gleich kommt die Zone. Dann müssen wir hier weg. Aber zu kindisch? Nee. Ich habe eine geile Hardstyle-Version von dem Song, Sven. Die habe ich aufgelegt. Hast du gehört, wenn du meine DJ-Livestreams hörst? Und ich meine, wer tut das nicht? Siehst du da, Zelt. Ja, aber das ist aber nichts drin, was ich mitnehmen kann. Alex? Ja? Ich hab schon 8200 Punkte Fischfutter gesammelt. Hartbuch, du bist bald 400 Euro los. Das ist großartig. Ja. Hier sind zwei blaue Sniper. Ich nehme eins. Ich hab die grüne, die reicht. Wie, du willst keine blaue Sniper? Ja, die grüne ist das fast dasselbe. Nein. Ja, natürlich. Nein. Habt ihr schon den legendären Hängenwetter gekriegt? Karl. Oh, Konki schaut zu. Hallo, Konki. Langweilig. Spiel Volksmusik, DJ. Okay. Gerade nein. Eigentlich sind noch mehr Zelte. Muss ich wohl Kopf klatschen? Was? Ja, ja, Sven. Was? Sven, dann gehst du jetzt sofort nach bestflower_official hier bei Twitch und bei YouTube und abonnierst bitte beide Kanäle. Hier kommt ein Spider-Man.
Spider-Man kommt zu uns. Zwei Spider-Mans. Ketsuki, was war ja oder nein? Ob einer von euch schon den legendären Wächtergleiter von der Weihnachtslounge hat? Nee. Oh, das gibt's doch nicht. Dennis, du beschäftigst dich noch 3 Sekunden, oder? Ja, 3 Sekunden ist gut. Sehr schön, finden wir bitte da. Ich bin down. Das ist okay, der andere auch. Das funktioniert nicht, Dennis, wenn du krabbelst, ne? Ach so. Ja, ich dachte, ihr wollt mich tragen. Danke, ich heile mich auf dem Weg. Alles gut. Finnen? Ja, ich bin eh down. Ich hatte nur noch 3 HP. Ja, deswegen, Heilpack und so. Was? Ich komme! Wir werden beschossen! Ich bin down. Weil von da. Nehm. Ich krabbel. Ach, egal, jetzt so. Wo kommt denn der her? Die sind in der Zone. Solche Arschlöcher. Muss man mal so sagen. Mach das, Schatz. Ich streame gerade übrigens live als Gameplayer, nicht als Bestflower Official. Wir spielen Fortnite, falls du mal reinschauen willst. Mann, so ein Scheiß! Was für ein Scheiß? Trink den Scheiß. Ja, Sven. So ist es. Zu Kato möchte beitreten. Ja, Zuki möchte beitreten. Oh, wer ist denn dieser Zuki und was macht er hier? Und der tritt jetzt bei. Ja, der tritt bei mit seinem sehr schlechten Aim. Und mit seinem langen Brief für den Weihnachtsmann. Genau, mit seinem langen Brief. Da steht nur eine Sache drauf. Erpresserbrief? Nein, da steht nur, er hätte gerne nichts zu Weihnachten. Warum nicht? Nein, warum? Weil er sich ja selber gekauft hat vorher schon. Achso, bist du dein eigener Weihnachtsmann? Ja, also dieses Jahr aktuell ja. Scheiße sagt man nicht. Ich sag ganz oft Scheiße. Scheiße. Achter wäre besser. Wieso Neuner und Achter? Was war denn jetzt Neuner und Achter? Check ich nicht. Da ist ja dieses Zuccato. Ja, dieses Zuccato. Hat sie gesagt, kein Aim? Macht nichts. Ich wollte heute eh keinen epischen Sieg mehr haben. Okay, dann bin ich ja perfekt hier. Ich brauch die Tarnung. Aber ja, die hab ich doch schon. Schmelzendes Gold. Totalpunkt, nicht schlecht. Ein hart arbeitender Politiker, ein ehrlicher Anwalt und ein Weihnachtsmann finden einen 100-Euro-Schein. Wer steckt denn ein? Ich. Warum? Warum der Weihnachtsmann? Ja. Ja, der braucht das Geld doch, um die Dings zu sich zu finanzieren. Mhm. Die Geschenke der Kinder. Die anderen zwei existieren nicht. Wie heißt eigentlich das Lieblingshaustier von einem Schwulen? Was? Papagei. Der ist schwierig, sag ich mal. Schwierig. Schatz, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Die Scheidung. Ja, so viel wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Finnen, bist du noch da? Ich war gerade noch was am Lesen. Ach so.
Da. Knuddelcamp. Ach, oh, da hinten. Scheiße, ich hab gepennt. Finden aber auch. Gut, wurde erst ziemlich spät markiert, deswegen. Ach so. Ja, es markiert ja keiner irgendwie. Ja gut, wenn ich markiere, dann sind wir direkt tot, weil ich direkt in die Hotspots reingehen will. Du sollst ja auch jetzt in die Hotspots reingehen. Und wenn ich markiere, muss ich erst wieder wischen. Ja, frag doch Sven. Das war, ach nee, das ist schon eine Frage, sorry. Aber was ist denn da links im Meer, was da so ein bisschen rausschaut? Siehst du das, Finnen? Das dürfte das Lootschiff sein, wenn das so ein Schiff ist, so ein halbes. Kann man nicht erkennen. Sieht aus wie ein Dach. Wo denn? Ja, das ist das Lootschiff. Da kannst du hin und kannst dir ordentlich Loot holen. Hä, das ist doch unter Wasser. Nee, unter Wasser ist das nicht. Das müsste da dann eigentlich rumschwimmen. Dann meinst du was anderes. Dann ist das was anderes, ja. Hier kann man blaues MK7 kaufen. Also eigentlich ist die Frage, ob du eine Frage stellen kannst, wenn schon eine Frage. Wenn ich streng wäre, würde ich das so gelten lassen als Frage und würde sagen, so, Pech gehabt, verbraucht. Ich habe Gegner, ich habe Stress. Aber ist ja bald Weihnachten. Ich bin etwas abseits gelandet, damit mir keiner meinen Scheiß weglootet. Fischladen ist einer. Soll er mal sein Gesicht zeigen, der Gegner? Ich hab noch ein bisschen mehr Stress. Zweiter Gegner down. Ich hab nicht mehr so arg viel Munition, blöderweise. Ich bin noch da. Kenn ich. Krabbeln die denn hin, die Jungs? Fühl ich. Mädels. Aber jetzt habe ich da nicht ganz mitgekriegt. Trinkst du jetzt noch Rockstar oder trinkst du jetzt tatsächlich Alkohol? Ich hab meinen Rockstar jetzt getrunken, aber das kann ich echt nicht empfehlen. Am Weihnachtsaugenblick war ja auch mit Zucker. Da habe ich schon. Und ja, ich würde eventuell jetzt ein Bacardi. Ja, warum nicht? Nee, also ich hab nicht. Das war jetzt nicht, dass du das sollst. Das, nee. Das war nur eine Frage aus Neugierde. Weil ich nämlich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwie was verpasst habe. Nee, ich hab schon Turrican Remaster. Nichts von gehört. Keine Ahnung. Turrican, das Original finde ich aber gut. Lustiger Funfact am Rande. Ich habe früher einen Vokabeltrainer für den C64er gekriegt. Und mein Bruder Turrican. Ja, wenn du das zur Hand hast, ja. Prost. Prost. Aber jetzt komme ich zu euch. Obwohl, ihr seid ja noch weiter weg von der Zone als ich. Nee, dann bleibe ich hier oben. Ich warte, bis ihr zu mir kommt. Warte, wo ist er denn da? Und mach so ein bisschen. Dankeschön. Mein Erfolg mit den. Die MK7, ist das deine? Du kannst dir auch am Automat noch eine lila eine kaufen, aber du kannst auch die blaue haben. Ja, dann die blaue reicht ja. Schon, danke. So, dann. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier anstellen können. Jetzt habe ich schon besser sauber. Alter, ne, es ist Ziel in was? Juch, dann noch ein neuer. Ach der Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen, ey? Jawohl, Levelaufstieg. Eigentlich auch ein Levelaufstieg haben. Willst du eigentlich auch haben?
Ja, eigentlich hätte ich das schon gerne einen, aber jetzt bin ich schon überlegen, ob ich jetzt schnell hindüsen soll, aber das, oh, das dauert schon wieder so lange, bis ich wieder zurück bin. Habe ich hier irgendwie ein Auto oder schnell irgendwie sowas? Musst du doch wissen, ob du ein Auto hast. Nimm doch schnell den Smart. Nee, nee, die Zone kommt schon. Nee, da oben ist ich eigentlich hin, aber das dauert mir zu lange. Sprich mit Guaku, Bunkerhose, Kuschelbeauftragte. Wo ist das? Ah, hier. Okay, da wird ich hier. Ja, ich. Lösen. Hier sind Buggies. Dann steig ja, rein. Und nicht Büsche, ja, die aussehen wie Buggies. Also wirklich. Ich hab eine Brille an. Ich sehe keine Büsche mehr, die aussehen wie Buggies. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind echt vorbei. Ich kann jetzt tatsächlich wieder alles sehen. Wir fahren mal bei Tsuki vorbei erst. Ach, ich schüttel's immer noch vor diesem Rockstar. Echt. Gut, schlecht war der, oder? Ja, der war echt schlecht. Also ich habe wirklich echt viel mehr erwartet, ey. Sven, auf dem C64er war Turrican gut. Und wie gesagt, ich habe dafür damals einen Vokabeltrainer gekriegt und mein Bruder hat Turrican bekommen. Ja, dann kommen wir doch zu dir. Geschenkt schon für mich. Du warst ja nicht so artig. Doch. Guck mal, jetzt hau das schon ab. Dürfte ich das aufmachen, bevor du das... Du kannst die Sachen haben. Ich lass mal aufmachen. Oder ist schon zu spät? Ist schon zu spät. Meine Liga Automatik-Stipper drin. Nee, ich will nicht, dass da was da drin ist. Ich will nur das hinschmeißen, weil das irgendwie... Und das öffnen. Komm, schmeiß los, gib Paket. Ja, warte, lass mich das nur aufmachen. Lass du die Sachen noch dazu haben. Noch eins. So. Yay! So, wo ist das andere? Ich will es nur aufmachen. Also Sven, was du da schreibst, macht gerade irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, ich die Wände zu hauen allein. Da warte mal, Zone. Leute, die Zone, ne? Ja. Müsste noch am Rand von der Zone direkt. Warte, machen. Komm, dann lass mal, hab ich genug hier zum Bauen, ja, dann lass mal links. Upsi, was mach ich denn, sag mal? Upsi. Keine Ahnung, was du da tust. Ja, ich wollte mit dem Jump nicht voll aus. Upsi. Wozu willst du ein Jumppad stellen? Weil ich. Du bist schon in der Zone drin, das weißt du schon, ne? Ja. Ey, heute hast du aber mit mir, Alter, ne? Upsi. Also, mir ist gerade so ein Jumpen, aber irgendwie, keine Ahnung. Upsi, eine blaue Angel. Lasst ihr mich jetzt alle hier alleine? Wollen angehen? Ich war die ganze Zeit nicht bei euch, weil ihr woanders seid. Also, die anderen sind jetzt irgendwie hinter mir weggesprungen. Und da. Nee, Sven, wir haben uns alle lieb. Eben. Das sind Neckereien unter Kumpels. Der Finn baut wieder wie ein Profi. Hier irgendwo muss noch das Kopfgeld rumfliegen. In der Tat müsste er sich hier irgendwo aufhalten. Ich kann sein Geschlecht riechen. Ich hier einen Berg hoch, das ist auch Bock der Baumeisterqualität. Ich sehe den nicht. Ich laufe aber mal Richtung Kopfgeld. Vielleicht kriege ich den noch. Der dürfte ja jetzt irgendwo an der blöden Brücke sein.
Bei mir wäre schön, wenn ich mal diese scheiß Kisten finden würde und da mal was Tolles drin. Ich krieg nur Scheiße, ich hab nur Grünes. Ich bin bei deinen Handschuhe. Selbst die habe ich in Grün. Willst du die haben? Nee, danke schön. Ich hab Spider-Man-Handschuhe nur in Grau. Boah, nix, ey. Aber gar nix. Boah, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt, ey. Ich bin zu fett geworden. Singulär zu alt. Kein Spaß. Nee, echt, ich freue mich noch auf meine Diät, ey. Ich schieb so einen Bauch vor mir her, ey. Das glaubst du gar nicht. Du freust dich auf die Ich musste mir jetzt für Weihnachten extra eine neue Hose holen mit größerer Bundweite. Ich habe eine 32, normal trage ich 32er Hosen. Ich habe meine 32er angezogen, meine Lieblingshose. Die ist aufgerissen vorne. Tja, daraufhin musste ich mir jetzt eine neue kaufen. Boah, hier liegen 5 Millionen Sixpacks. Ich hab auch unser Kopfgeld geholt. Der ist voll geplatzt. Okay. Hier liegt ein Weihnachtspäckchen. Erstmal alles kurz so klein schlagen. Ja, das muss man. Nee. Und ein paar Schlipper. Ich gerne mit. Hier hätte ich eine goldene Pumpgun, wenn irgendjemand Interesse hätte. Pumpgun. Ich krieg ja so schon eine Sehnscheidenentzündung, weil ich zu viel pumpe. Über den Tag verteilt. Bringen Sie ein. Also ganz kurz. Oh, eine lilane Sniper. Die nehme ich. Kann man auch hier kaufen. Lila des Sniper kann man bei dem kaufen. Finden. Daher hab ich die. Achso, daher hast du die. Naja. Aber ich hab Ich dachte, du hast die von Netto. Ne, ich hab. Achso, ne. Ein Ausrufezeichen. Ein Spielzeug-Doppeldecker. Habe ich einfach so gefunden. Geilomat. Ja, jetzt hink ich wieder hinterher. Finn, hast du Stress? Ich steuere dann vorbei. Bei mir ist ein Boot. Bei mir ist ein Team. Die wollen jemand wiederbeleben. Die holen jemanden wieder. Ich kann es nicht verhindern. Ich renn weg. Weil keiner hier ist. Ich bin allein gegen drei, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das war keiner von euch mir helfen kommen wollte.
Hätt's mir geholfen. Ja, beim Bus, ne? Dass ich das Gesumme des Busses gehört hab. Fuck. Scheiße. Das war dumm. Das war dumm. La da 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 da. Finnen ist in der Lobby. Ja, ich setze die Veranstaltung mal eben aus. Wie? Warum? Weil ich kurz ein bisschen was machen will. Aber ich bin jetzt gleich wieder am Start. Du kannst doch eine Mission auch mit uns machen. Nee, es geht gar schon fort. Ich bin auf jeden Fall gleich wieder am Start. Alles gut. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ja, bis gleich. Aber der Marvin ist doch gar nicht da. Nee, bis gleich. Okay. Dann machen wir ein Trio. Du hast den rausgekickt? Ja, ist ja nicht selber rausgekickt. Naja, Verbindung getrennt nur, aber noch in der Gruppe drin. Ich muss mal eben was gucken. Warum? Hä? Hm? Ach so. Nee, schon gut. Da. So. Warum geht das nicht? Zugi, du markierst. Wir hatten alle bis jetzt kein Glück. Ich markiere. Wir gehen nach Shifty immer. Okay? Shifty? Shitty? Shifty Chef. Guck mal, hab ich den Miau-Miau-Tanz gemacht, dann kommt ein geiles Schulmädchen und tanzt mit mir. Na, freu dich doch. Nee, meine Freundin schaut zu. Welches Alterslevel das anlockt. Meine Freundin schaut zu, das geht nicht. Was, die schaut zu? Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon zuschaut oder gleich, aber sie hat gesagt, sie schaut gleich mal rein. Die hat ja auch einen Fortnite-Account. Kennen Sie Fortnite? Ja, dann kann sie ja mitmachen. Nee, sie hat kein Internet mehr. Hä, warum das? Ja, darum. Sie hat im Moment auf jeden Fall kein Internet mehr. Hey, hast du gekappt oder was? Nein, ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, ja. Als wenn ich irgendjemanden das Internet kappe. Gibst du was neidisch, dass du besser ist, also muss das Internet eigentlich. Genau. Aber du weißt schon, dass Twitch-Zuschauen ohne Internet auch schwierig wird. Ne? Nein, also dafür hat sie noch Internet. Also sie hat auf dem Handy so, Internet. So, nur für Spielen, nicht okay. Ja.
Wegen den Eltern, oder was? Nein, wegen den Eltern. Hallo, die ist, die ist älter als du. Echt? 38. 38. Wo ist Suki? Wo? Gut, der liegt ja. Oh, oh, irgendjemand schießt auf mich. Ah, hier, direkt vor mir, okay. Oh, Aim ist richtig am Start heute. Es wird richtig krass. Ah, die nächste Fahrt geht auch rückwärts. Okay, let's go. Okay, okay. Baue Stein bei Shifty Chefs auch, okay? Das sollten wir doch voll kriegen. Schauen, hier ist Stein. Also dafür, dass es hier ein Bergbauding ist, gibt es hier erstaunlich wenig Stein, muss ich sagen. Hier unten ist überall Stein. Da, Meilenstein abgeschlossen. Ein Geschenk! Oh, krass! Geil, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Geile Scheiße, Mann! Ja. Ach. Ich habe mich auf eine tolle Waffe gefreut. Eine goldene Striker-Shotgun, gell? Irgendwie sind in den Geschenken erstaunlich oft Shotguns drin, oder? Zucato? Ja. Weißt du eigentlich, welche Sängerin gerne teilt? Welche denn? Cher. Ah ja. Verstehst du? Ja. Den finde ich nicht lustig. Ich muss ja auch mal ein paar schlechte raushauen. Ich kann ja nicht immer nur die guten bei euch raushauen, ne? Ich muss mir ein paar aufheben für mich selbst. Okay, ich gehe den Gegner mal in den blaue Sniper. Wo ich dann so nachts mal im Bett liegen kann und mir den erzähle und dann so selber drüber lache. So über wenn mich jemand selbst will, hier ist eine blaue Sniper, ne? Ja, geht mal her, ich komm mal hin. Da wo ich markiert habe, sind Gegner. Das ist gut, Suki holt sich gerade die Sniper, der macht die dann weg. Okay. Der vorne an dem Ding, der krabbelt jetzt gleich. Der im Wasser dürfte gleich anfangen zu schwimmen, jetzt schwimmt er. Ja, aber der da der oben hinten ist verschwunden. Im Wasser, der wird jetzt angefuckelt. Verdammt. Ich dachte, Suki holt die. Die hauen ab. Wo ist denn die mit dem Schwimmreifen? Was war denn das? Ja, witzig. Ich hab schon vorgeaimt. Aber. Wie er sich gleich wieder getriggert fühlt. Meine Munition. Hey! Das war meine, die hatte ich schon besser. Du Arschbär. Wärst du ein Glücksbärchen, würdest du Arschbär heißen. Ich weiß, danke. Arschbärchen. Und einer down. Haben. Perfekt. Ja, ey, jetzt unlute nicht mal beide. Lass mir auch mal was. Hier ist eine Ranger, Lila. Lila Ranger zu geben. Ah, gerade läuft mit der M-Dings ganz gut. Oh. Da Richtung 105 ist was. Ja. Scharfschütze hört man. Da kommt der. Meinst du, der Schütze ist scharf? Na, dann gehen wir doch mal gucken, was der scharfe Schütze sagt.
Ah, da. Habe ich markiert. Hier ist noch eine lila Ranger, falls irgendjemand will. Du hast den besseren. Aber beide auf dieselbe. Ach, schon ein Gegner, das ist ein scheiß Baum, der über den Felsen ragt. Warum schießt du denn auf den Baum? Ich hätte dich auf den Baum geschossen, ich dachte, der wäre ein Gegner. Zuki fällt Bäume mit der Shotgun. Ja. Die Klippe runter gibt Stress, da krabbelt auch einer. Im Wasser ist ein Bärchen. Jo, genockt. Das war ein Schwimmbärchen. Zone kommt auch, ne? Ganz schnell. Perfekt ist unser Opfer. Unser Kopfgeld ist in der Nähe. Auch ja, Zone. Aber die Zone auch. Ja, der kommt ja mit uns. Ja, da rennt er. Da. An der Hütte vorbei gerade. Wenn es High kommt auf dich zu. Shield Break. 90er Hit. Wir müssen 10 Leben haben. Ist down. Er krabbelt schon. Die dicke Hunde ist am Krabbeln. Ist platt. Dieser blöde Hai hat mich gebissen, ey. Heißt, ich schieße auf den NPC an. Was? Ach, das sieht ja jetzt böse. Wache der 7. Ey, der ist schon tot. Ich hab direkt neues Kopfgeld für uns geholt. Hier ist eine lila Shotgun-Dingsbums, wenn jemand haben will. Alles, komm mal kurz. Ich hab hier Dings noch ein Schlöfi. Ein Sixpack. Unterwegs. Oder das mal kurz. Oder wir treffen uns beim Loot Drop. Ja, lass zum Loot Drop laufen. Hey, Jorito, moin, moin. Was ist hier los? Es gibt Stress. Überall ist Stress. Jorito! Die wollen alle nicht, dass wir Loot bekommen. Jorito! Ich hoffe, du hast ganz viel Salz in deinen Augen. Hast du verdient. Bad Boy. Der ist schon wieder wahrscheinlich auf Arbeit. Auf der Arbeit? Da guckt er uns zu. Ganz andere. Ja, da beschwert sich. Da ist. Da wird ich ganz. Oh, fuck! Ganz still fuck! Ich bin angeschossen worden! Ah! Ich bin down! Alle drei haben ja, das sind alle drei auf dem, ja, auf dem Ding. Da vorne brennt's leicht. Achtung! Zuki ist down. Pass auf, die kommen. Oh fuck. Nein, ist das so. Shit. Ach man. Aber war klar, nachdem ich down war. Jorrit, Karma gilt hier nicht. Karma gilt hier nicht. Das war nämlich auch schon so, bevor wir dich aufgezogen. Außerdem Karma ist ja okay, aber Charma? Ja, Charma ist halt sexy Karma oder so. Chakra hätte ich noch verstanden. Und der Zuki auch. Mit Charme. Ne, Zuki? Ja. Chakra kennst du auch. Natürlich. Die wurden Ninjutsu. Die Strafe folgt auf dem Fuße. Nee. Juto, der Doppelgänger. Boah. Eieiei. Na, bin eher Fan von sexy Juto. Ach, bist du Fan vom sexy Juto? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, Naruto macht sexy Juto und du poppst den. Wo poppst du den eigentlich hin? Ist das dann, also, ja, ne?
Oh, jetzt kommen die richtigen, jetzt kommen die richtigen, ja, Fragen. Das Popst du den in seinen umgekehrten Penis oder ist das dann eher sein Arschloch? Ja, das... Ich pop den gar nicht. Was ist deine Theorie? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es auch nicht versuchen, weil das ist ja nur Schein und Trug, ne? Also, ich wäre da vorsichtig. Achso, das war so vorsichtig. Nur Schein und Trug? Ja. Was, Slowchat geht dir auf den Sack? Ich sag Dennis das. Warum hat Dennis Slowchat an? Keine Ahnung. Ja, hab ich an. Absichtlich. Echt? Ja. Ist ja blöd. Ja, das, ich kann ihn jetzt ausmachen, aber ich werde den zu einem gewissen Zeitpunkt wieder anmachen. So. Jorito, bei mir ist. Nee, Slowchat ist wieder. Tsukato, warum machst du eigentlich nicht bereit? Ja, weil du noch nicht drin bist. Hä? Es sind beide anders wie Alex und ich. Och. So, bei mir ist Slowchat wieder aus. Ja, das ist, weil der Sven, ne, so gerne ich ihn auch als Zuschauer habe, der schreibt sehr viel. Ja, und? Ne, der spammt, ja, der spammt den Chat voll und deswegen mache ich dann Slowchat. Ja, doch. Nee. Weil vieles davon keinen Sinn macht. Guck mal, hier. Nuglua. Alle haben sie mit dir. Dodal. Sowieso. Falsch verstanden. Sorry. Erstmal alles kurz rein, klein schlagen. Das macht noch Sinn. Vielleicht finden wir jenen. GG. BG. Ja, hallo, kein Bock. Er hat auf unsere Ding reagiert. Macht ja, nee, Sinn. Nein, einiges davon macht keinen Sinn, weil das sich absolut doch gar nicht bezogen was hat. Macht keinen Sinn? Einiges. Ist jetzt auch egal. Ist egal. Prost, Jorito. Dennis hat mich verjagt. Ja, dann, ne? Alles richtig gemacht. Prost. Oh, Jorrit, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt bestimmt was total Dummes. Jetzt kommt die Rache für meinen Einsatz bei dir im Kanal. Ja gut, das hättest du auch so bekommen können. Also machen wir echt unser 1 gegen 1 mal. Wie wär's mit morgen einfach als Special? Oh Gott, der Rest kommt die Tage kein Freund. Kein Freund. Und ihr kommt jetzt nach ich hier spielen. Wohin springen wir denn? Easy. Wohin springen wir denn? Gut. Aber du musst Jorrit so ohne hinten dran ohne Text schreiben. Also nur Jorito. Dennis, du kriegst sein Fett noch in einem Comment weg. Ich krieg sein Fett weg. Hä? Macht ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt Sven 2.0. Ja, du kriegst, glaube ich, nur die Hälfte der Chat-Nachrichten, weil du Slowchat anhast. Dann nee, habe ich ausgemacht. Dann ist auch betroffen. Habe ich ausgemacht. Außer du moddest den Bot, dann kann er schneller schicken im Slowchat. Ich habe Slowchat ausgemacht. Dann müsstest du alles sehen. Dann ja, und er hat geschrieben, ich kriege sein Fett weg. Ja. Ja, macht doch gar keinen Sinn. Warum kriege ich sein Fett weg? Weiß ich nicht. Dennis lootet mir die Waffe weg. Ich hab noch keine Nein, Waffe. Nein, wir wurden beschossen. Gib mir irgendwas. Gib mir wir irgendwas. Wir wurden beschossen. Ich hab eine Pistole. Ich hab eine Pistole. Lass uns zurückschießen. Ich bin down. Ja, du. Ich hab nur eine Pistole.
Komm rein. Ach Mann. Du stehst neben einem Benzinkanister, das ist gefährlich. Das ist weniger gefährlich als die anderen da außen. Ich kack dir gleich auf den Tisch, das finde ich eigentlich schon wieder geil. Oh, von der anderen Seite jetzt. Ich habe einen down. Ich habe aber nur noch 3 Schuss. Scheiße, ich habe nur noch 2 Schuss, aber ich habe sie nicht getroffen. Jorin, wo bist du mit dem Command so zufrieden eigentlich jetzt? Boah, alter Schwede. 3 Abschüsse mit Pistole. Nimm dir da mal ein Beispiel, Yorito. Mit Pistole, Alter. Ich kann das. Ich jammer da nicht rum. Pistole, scheiße. Nee. Ja, ist doch so. Scheiße. Ärgerlich. Ja, und Yorito, also das, aber da sind Sachen, die kommen halt nicht durch, ne? Also ich kacke die gleich auf den Tisch, kommt bei mir im Chat nicht. Live between Shit and Shitter kommt bei mir nicht. Das sind alles Worte, die bei mir gesperrt sind. Das ist ja voll dämlich. Auch Dogshit. Ich halte meinen Chat, auch wenn ich selber Blödsinn rede viel, halte ich meinen Chat sauber. Yorito, weißt du eigentlich, wie du am besten Kaugummi im Haar wegkriegst? Mit Krebs. Du. Warum habe ich eigentlich meinen Wibbeldingens nicht auf? Ach, ist egal. Vielleicht in Richtung der Schritte schauen. Ja, mir weh. Hast du bei mir schon gebracht? Ach so, okay. Schade. Ja, irgendwann gehen auch mir die Witze aus. Ich kann ja auf Englisch welche erzählen. Da gibt's auch viele schöne Wortspiele. Why does a skeleton not go to the party? Because he got nobody. Versteht er? Ja, dafür muss man auch Englisch können. Ich finde meinen mit dem Wald und Corona immer noch besser. Den hab ich dir erzählt. Den hab ich dir in deinem Chat geschrieben vor Wochen. Den hab ich nicht mitbekommen. Doch natürlich. Jorit, ja, das steht sogar in der Beschreibung drin. Jedes Mal, wenn du den einlöst, sobald der Command drin ist, verdoppelt sich der Preis. Da brauche ich den nicht teurer machen, das automatisiert. Du bist reich, das ist gut. Ich nicht. Ich bin total arm und Zuki arbeitet schon daran, mich auch im Real Life arm zu machen. Zuki, wir sind übrigens alle in der Lobby. Sag doch mal Bescheid, Alter. Bescheid. Hab ich doch gerade. Habe ich gerade getan. Voll, gerade gesagt, Hasch.
Nächstes Mal sag ich nur Bescheid. Pass auf, folgender Bescheid weiß. Folgender Sachverhalt. Mann sieht eine günstige Angel. Er, wo ist der Haken? Verkäufer, gibt keinen Haken. Lame. Echt jetzt? Jetzt ist gescheckt. Hä? Hast du ihn jetzt erst gescheckt oder was? Wie ist jetzt? Der hat ihn gerade erst erzählt. Ja. Wie nennt man einen dünnen Frosch? Ja, Juri, das Problem ist, der Magerquark kann beides irgendwie genau verfehlen. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Mein Name ist Andreas und ich bin hier, um an deine Brüste zu fassen. An was? Andreas? Knuddelcam? Okay, let's go. Ich habe letztens eine geile Szene bei South Park gesehen. Kennt ihr alle von South Park den Jimmy? Jimmy. Nicht Timmy, Jimmy. Jimmy, das ist der mit den Krücken, nicht der im Rollstuhl. Ja. Boah, dann kommt so eine Szene, Cartman hat wohl eine Party gemacht, na, und die war scheiße. Und dann kommt so eine Szene, wo Jimmy reinkommt und sagt, wie? Keine Snacks hier auf der Party und ich dachte, ich bin behindert. Ich musste so lachen, ey. Der kam so aus dem Nichts, ey. So eine geile Szene einfach wieder. Ja, aber muss man dabei gewesen sein, wahrscheinlich. Haben wir auf eine Nachtschicht geguckt. War lustig. Oh, oh, Gegner. Stress. Noch ein Gegner. Noch mehr Stress. Ich bin etwas abseits. Wieso sind hier plötzlich mehr Gegner als sonst was? Wo hat er jetzt eine Waffe her? Wieso hat er eine Waffe? Wieso schießt er? Ja, wieso hat er eine Waffe? Sind wir in Belgien? Verstehst du? Nee, das war nicht lustig, Dennis. Nicht lustig. Der hat auf mich geschossen. Und da schießt noch einer auf mich. Und Zuki holt ihn wieder und lässt mir keinen Kill übrig. Wie gemein. Aber ich bin trotzdem dankbar, Zuki. Gern geschehen. Er stellt dir nächstes Mal in Rechnung, ne? Hey, Eraser Rikos, danke für dein Follow und willkommen bei den Pumpern. Könntest du mir in Dauerschleife mal dein Lied fortsingen, Pumpy People? Pumpy People, ab in Gym, ihr müsst pumpen. Pumpy People, pumpen. Gibt alles! Bumpy People, Bumpy People, Bumpy People, Pumpen! Das ist gut. 3, 2, 1. Der Follow ist wieder weg. Jorrit findet, du bist ein Luftpumper. Ja, dann soll er mal mit mir nach FitX gehen, der wohnt doch um die Ecke. Jorrit, lass uns gerne mal zusammen nach FitX gehen, mal gucken, wer die Luftpumpe ist. Du machst dieselben Gewichte wie ich, okay? Dieselben Gewichte zur gleichen Zeit auch noch, oder wie? Das finde ich. Ja, es gibt ja mehrere Geräte nebeneinander. Flirty, oder? Der kann ja auch 100 Kilogramm auf seiner Hantelbank neben mir machen. Nur an seiner Stelle würde ich vielleicht aufpassen, dass da jemand ist, der dir auch vielleicht auffällt, wenn die runterkommt. Hier ist noch eine grüne MK7, falls jemand Interesse hat, und ein bisschen Blue Life. Hallo Dani Ketathlon, ich wünsche dir morgen ein fröhliches Weihnachtsfest. Bleib weiterhin gesund und hab ein schönes Weihnachtsfest. Gruß Dani. Ja, danke schön, Dani. Wünsche ich dir auch. Dir und deinen Liebsten natürlich. Jorrit drückt 150, wenn es sein muss. Was? 150? Ja, unterschätzt das mal nicht, Dennis. Der ist in der Pflege. Der drückt. Das ist egal. Der drückt wahrscheinlich drei Patienten gleichzeitig, aber. Ja, die hochzuheben ist aber was anderes, als eine Hantelstange auf einer Hantelbank hochzudrücken. Das ist eine ganz andere Belastung der Muskeln. Das versuche ich ja immer wieder zu erklären. Nur weil du hart arbeitest und vielleicht in deinem Job schwere Sachen hebst, heißt das so lange nicht, dass du im Fitnessstudio der King bist. Ja, das weiß ich schon. Das,
Das ist muskeltechnisch schon ein Unterschied. Ich habe das ja bei Bogenschießen auch immer wieder mitbekommen. Ganz oben liegt ein Healpack drauf, wenn du eins brauchst, Dennis. Ach so, nee, brauche ich nicht. Ansonsten aber liegt danke. Da oben nichts Interessantes. Weil wir hatten auf dem Bogenplatz öfters mal solche Pumper, die ähnlich waren wie du oder sogar noch mehr Muckis. Ja. Und dann wollten die immer nicht die schwachen Bögen haben, sonst halt so die fetten. Ne? Die wollten dann immer so, ja, ich komme, ja, gell. Und bei uns im Verein haben wir so eins, zwei, die sind halt so richtig Spargel. Und die ziehen halt einfach so 60 Pfund Bogen, kein Problem, ne? Mhm. Dann kannst du den Pumpern, kannst du so 60 Pfund Bogen einfach geben, stellst den Spargel neben dran, mit demselben. Und das ist lustig, die kriegen den einfach nicht gezogen, keine Chance. Weil das eine ganz andere Belastung ist. Der Muskel im Rücken, mit dem du das ziehst, den hat halt keiner im Fitnessstudio jemals trainiert. Ja, trainieren. Ja, und ob er jetzt, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, was der Yorito macht, ne? Das ist klar eine harte Arbeit, aber das ist eine völlig andere Belastung, wenn du jetzt da einen alten 150 Kilo schweren Sack im Bett umlegst oder hochhebst oder sowas, als wenn du eine Hantelstange drückst. Ich behaupte nicht, dass es leichter ist, ich behaupte, dass es eine andere Belastung ist. Du ziehst 60 Pfund, Jorit. Krass. Ah. Ich hab irgendwann mal 40 drauf gehabt. Das fand ich schon echt schwierig. Also vor allem, weil ich nie jemand war, der wirklich regelmäßig zum Training gegangen ist. Ich meine, ich kann 60 ziehen, ja. Vielleicht jetzt nicht mehr, aber ich konnte zumindest, sagen wir es mal so. Jetzt ist ja Training und Muskeln generell weg. Meine Muskeln atrophieren ja gerade komplett. Aber, ich bin irgendwann auf 25 oder so gegangen, weil das war echt heftig. Also irgendwie so dauerhaft 60 würde ich niemals. Fuiuiui. Auto vor uns. Das ist so, Das ist ja so Koreaner bei der Weltmeisterschaft Gewicht irgendwie. Ja. Da macht dann gar nichts mehr Spaß irgendwie gefühlt. Wo? Ah, da. Habe ich markiert. Der ist am gelben Haus lang. Ja, oben im Dachgeschoss ist bei dem Haus noch eine. Achtung, über dir, Zucki. Über dir, hinter dir. Im Haus oben drin. Ich habe den fast komplett runtergeschossen. Der war da im Dachgeschoss. Der hat noch vielleicht 10 Leben oder so. Der down ist, ja. Perfekt. Am Weihnachtsbaum ist einer. Ist das Weihnachtsfest vergangen. Der hat keinen Bock mehr auf Geschenke. Oh, er hat mir Geschenke hinterlassen. Oh, es ist nett. Mann, am Auto. Ich vergame einfach wie ein dreckiges Kackkind. Ich komm dich holen, Zucki. Krabbel runter, krabbel ins Haus, oder? Oh, der kommt hier rum. Der ist hier irgendwo. Der ist oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Nein! Mit so einem. Ah! Heieieiei, der lässt mich nicht nachladen. Zucki, wo ist der? Ich komme, ich eile. Wo ist der denn? Ich eile. Ich bin unten. Lol. Ich heb Zucki. Nicht mein, wo der Gegner ist. Oh. Der ist geplatzt. War der zu dick? Ja, aber selbst dann würde ich keine 60 ziehen. Jo, hallo Melkfett. Das ist glaube ich, nicht gut für den Rücken. Zucki, kommst du mal kurz kuscheln? Ja, ich hol mal kurz die Kiste holen. Weil dann würde ich hier kurz so ein Saufpack schmeißen, zwei Stück. Komm her. Ja. Oh, der hat eine lila Pistole. Und er hat Saufpacks. Muss was arbeiten. Wir hören uns später.
What the fuck? Musik? Elfen? Oder Ding? Ich glaube, wir waren im Mitarbeiter auf dem Dings. Was für ein Geschäft. Ja, Jorrit, dann wünsche ich dir eine hoffentlich nice Schicht und keinen allzu viel Stress. Wir sind hier auf jeden Fall noch eine Weile online, oder zumindest ich werde heute sehr wahrscheinlich etwas länger machen. Ich habe ja jetzt Urlaub für ein paar Tage. Ich werde gleich ins Bett gehen. Du wirst gleich ins Bett gehen? Ja. Das denke ich nicht. Wer hat dir das erlaubt? Das hat mir meine Mama erlaubt. Echt? Ich hab Urlaub. Und meine Mama hat immer recht. Das mein Urlaub ist, geht dem Ende zu. Das glaube ich dir sogar. Mama hat immer recht. Das ist ein Grundsatz, der ist immer und überall richtig. Richtig. Richtig und richtig. Jetzt will ich noch eine blaue MK7 da haben will. Also, danke. Die Zone kommt, ne? Zuki ist ganz nah dran an der Zone. Zuki, magst du mal herkommen? Miau, miau. Miau, miau. Ach, passt schon, ich bin schneller als die Zone. Das ist gut. Dennis stresst sich mit einem Wolf. Sehr ja. Schön. War nur ein Wolf. Oh, da ist ein Hühnchen. Hühnchen. Hallo Hühnchen. Komm mal her, Hühnchen. Komm. Jump-Pets. Put. Wer schießt denn da auf mich? Ich habe auf das Hühnchen geschossen. Du sollst nicht auf Hühnchen schießen. Ich versuche gerade zu zähmen. Ach so, okay. Ich wollte das Hühnchen zähmen. Ich habe es ja nicht getroffen. Ja, das macht nicht besser. Jetzt ist es vergelstert. Jetzt mag es nicht mehr fliegen. Nach vorne ist eins. Ja, ich weiß, das ist jetzt aber abgehauen. Dennis hat drauf geschossen. Da hinten sind Gegner. Da. Ach du, wow. Das Häuschen brennt. Scharfschütze ist bei denen auf jeden Fall am Start. Ne, ja, das ist schlecht. Ja, die hat mich voll getroffen. Ganze Schild ja, sofort weg. Ja, schnappert auch ordentlich auf mich. Hat mich ordentlich getroffen, so eine Schweinerei hier. Wobei. Schön, dass die Hütte von denen brennt. Ich gehe mal an. Ich gehe mal links rum. Oh, die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Das ist nicht so gut. Können wir denen ihre Hütte nochmal anzünden? Was oben auf dem Haus ist ein Jumpy, ne? Warum bist du gestorben? Zuki, lass mich doch nicht alleine mit denen. Nein, ich bin auch down, ich bin down. Dennis! Ja, ich hab hier selber einen drüben. So ein Dennis, Kack. Du musst uns helfen. Ja, das ist so ein Kackidiot, der hier die ganze einer, Zeit baut. Schieß den mal. Ja, ach, kaputt. Echt? Mach den kaputt! Ja, wie denn? Guck mal, der baut hier die ganze Zeit wie so ein Assi. Kein Stress, Dennis. Kein Stress, aber mach ihn kaputt. Ich glaube, jetzt habe ich kein Baumaterial mehr. Den habe ich. Wie wieder gebaut hat. Oh nein! Scheiße! Schade, aber immer lustig. Oh, ne? Hallo mein Schatz! Jetzt schaut mein Schatz zu. Unicorn Extreme ist dein Schatzi. Ja genau. Extreme.
Ich wollte zuerst, verbessern, aber jetzt heißt es ja wirklich extrem. Lobby oder direkt wieder bereit? Ja, weil ihr jetzt die ganze Zeit in die Lobby gegangen seid, bin ich jetzt auch in die Lobby gegangen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Dann, moin, moin, Freundin von Dennis, unbekannterweise. Ist die Steffi. Moin, Steffi. Wir hätten noch ein Plätzchen frei. Ich hab dir noch erzählt, sie hat nur noch Internet auf dem Handy. Ja, man kann auch Fortnite auf dem Handy zocken. Ja, macht mega Spaß. Eigentlich behauptet. Yeah. Bereit? Ja, bereit. Ich hole mir aber ganz kurz Performance Drops neue. Erstmal einen Liebestanz machen. Und so ein Liebes-Toni. Oh, und hier, Schatz, das ist für dich. Pass auf. Ja. I'm a cat. Ja, genau, mit deinem Ghost-Display. Ja. Das ist ja besonders schön. Was? Ghost-Display am Handy? Ja. Neues Handy kaufen? Ja, Handys wachsen auch nicht auf Bäumen. Naja, ich sag mal so, wenn du 3 Flaschen weniger was auch immer trinkst, kannst du ein Handy kaufen, günstiges. Also 3 Flaschen Salitos Blue, dann bist du bei noch nicht mal 5 Euro. Warum, was kostet der Scheiß? Ein Viererpack kostet 4,99. Okay. Das ist tatsächlich sehr viel billiger, als ich das gedacht hätte, was du säufst. Tja. Ja, du meinst eher Malibu oder. Keine Ahnung, für mich ist so, keine Ahnung, ich kenne halt hauptsächlich Weinpreise, weil ich komme aus dem Weinort. Und das hat so eine Flasche gerne mal 10 Euro. 10 Euro, das kostet eine Pulle Wodka. Eine ganze Pulle. Ja, gut, aber die kaust. Oh, da ist Weihnachtsmann! Die haust die ja auch ständig weg. Weihnachtsmann, dann hol ihn! Ja. Ja, ich muss erstmal landen. Geh hin! Land! Ja, ich versuche ja zu landen. Scheiße, hier sind noch andere! Mach sie kaputt! Ja, wie denn? Weiß ich nicht, komm, Weihnachtsmann, gib her! Jetzt ist er sauer, warum? Ja, weil ich den Weihnachtsmann gehauen hab. Warum hast du ihn gehauen? Ja, weil ich ein böser Junge bin. Was eine doofe Frage. Du böser Pupe, du. Ja, sonst kriegen die anderen doch auch Geschenke. Die hätten wir einfach kaputt gemacht. Hätten ihnen die Geschenke weggenommen. Nö. Hier, bei dir ist einer unten drin. Ich weiß, ich höre die schon die ganze Zeit. Ich dachte, sogar aber zwei. Ich mache erstmal kurz voll. Sogar zwei. Ich hab ja schon eine lila Waffe und bin komplett voll mit Dingsbums. Du bist voll mit Dingsbums? Mit Schild, ja. Okay, das hört sich... Achso. Wollte schon sagen, hört sich ja interessant an. Ja, ich bin voll mit ganz vielen Dingen, aber dein Dingsbums kommt mir nicht rein. Boah, mit 7 HP habe ich den platt gemacht. Dennis, hier Blue Life und während du das trinkst, mach ich mal so. Ja, warte, ich hätte mich eigentlich jetzt erstmal geheilt. Vorher. Ist egal, hier sind noch Fässer. Komm mal, während du heilst, hierher. Stell dich mal hier hin und heil dich okay. Dann. Ja, warte, dann lass mich erstmal. Ja, hier ja, ich warte ja schon.
Okay. Während du dir den Blue Life reinhaust. Jetzt fertig. Jetzt haust du dir noch einen Blue Life rein. Oder auch nicht? Ja, oder nee, die habe ich, ja, die hab ich nicht eingesammelt. Aha, nicht organisiert, der Junge. Nicht ich organisiert. Ich wollte mal einen auf Finden machen. Egal, ich bin jetzt eh voll. Du kannst dir die anderen zwei Fässer da hinten auch noch wie, holen. Wie, ich dachte, ich bin gleich voll. Das? Nein, Quatsch, so viel Zeit. Denke ich mal, könnte nein. Auch sein. Das glaube ich. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht? Nein, nur die vier Salitos Blue und dann ist gut. Aber das ist doch auch Alk, oder nicht? Ja, aber ja, das ist aber jetzt nicht so viel. Das sind Alkopops. Vier Alkopops. Hast du dir jetzt Zeug alles reingezogen? Ja, okay. Gegner, da hinten. Ja, ja, warte, bevor du dich mit denen beschäftigst. Bevor du dich mit denen beschäftigst. Ist schon down. Ganz ja, kaputt. Da hast du den ganzen Waldpilze, so. Ist der gleich geplatzt oder haben wir da noch Gegner? Der ist, der hat erst gekrabbelt. Der ist gekrabbelt, mein Gott. Okay. Arme Kitty, Kitty, Kitty. Arme Cat. Ich hab nur Scheiße. Ja, davon sind zwei Kisten an dem Stein. Lass uns da vielleicht mal gucken, vielleicht finden wir irgendwie noch ein bisschen was Nices. Sollten wir nicht eigentlich in der Nähe vom Zuccato auch bleiben? Ich frag für einen Freund. Der ist glaube ich eh gerade nicht so, weiß ich nicht, Zucki? Kommunikationsmäßig interessiert. Zucki! Was ist? Ich glaube, der ist wieder böse auf uns. Nicht? Nee. Lull. Na, dann ist ja schön. Na komm, dann lass uns nochmal zu Zucki gehen und mit dem treffen, ja? Oh, Geheimtreffen. Geheimes Treffen unter Boys. Bin ich. 3G. Weg, meiner. Er klaut ihn mir einfach. Die Schweinerei. Ich war einfach schneller durch die Tür. Die Schweinepriester, du. Musst du halt einsehen. Ich war schneller. Ach, da ist Zuccato. Und ja. Schatz, bist du schon im Bett? Oder gehst du jetzt? Wär jetzt gern bei dir. Ach, bist schon im Bett. Guckst uns im Bett zu. Oh, da baut einer wieder. Da baut jemand hier nach oben. Ich hab einfach mal sein Ding kaputt gemacht. Und platt. Wer ist auch so blöd und baut so ein hohes Dingen? Direkt mal klauen den ganzen Stuff in der Neuch. Der ist nur niedergestreckt. Der ist nicht ganz tot. Der krabbelt noch. Der ist runtergefallen und dann stand niedergestreckt. Wo befindet er sich? Der muss ja hier irgendwo sein. Guck mal, wenn er hier runtergefallen ist. Hier ist er, ich sehe ihn. Zugi. Oh, und die Zone kommt. Ja, Dennis, mach dich bereit. Ich habe aber nur zwei Sitze und Zugi sitzt schon drin. Ich habe jetzt auch Sprungdingen. Du müsstest auf die Motorhaube springen. Nee, ist okay. Ich schaff's selber. Also einer darf mitfahren, einer muss oben drauf springen potenziell. Ich hab Spider-Man-Kram. Na gut. Dann nicht. Ne, mit Spider-Man geht schneller. Oh nein! Nein! Die Frage ist, wie lange bin ich so müde? Ja, dann geh doch schlafen, Schatz. Sorry.
Ich bin von dem Vorsprung runtergefallen und der war nicht im Sturzschaden Dingen mit drin. Dankeschön. Ich will schon wieder mein Green Life kämpfen, Alter. Schon wieder der Weihnachtsmann da. Diesmal krieg ich ihn, weil ich ganz. Oh, ich schaff's nicht, ganz knapp schaff ich's nicht. Nein. Ja, da rein, ich hol dich. Pieps, 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 pieps. Dankeschön. Pieps, pieps. Pieps, 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 pieps. Auf jeden Fall, Schatz, dann sag ich schon mal, schlaf gut, träum was Schönes. Träum von uns. Und wir sehen uns morgen. Ich freue mich schon. Danke, Zucki. Ein Ding. Oh, da kommt ein Gegner. Ach, ich dachte die ganze Zeit, ich treffe den. Dabei habe ich diesen scheiß Wagen getroffen. Ach man, 91 geht er da. Noch einer vor dir direkt. Der ist an mir vorbeigelaufen. Oh fuck, ich hab nur 30 Energie. Ich bin down. Bei dir. Ich bin noch in der Zone. Der heilt seinen Kumpel jetzt. Der heilt seinen Kumpel jetzt. Hier drin. Ich bin schnell. Gleich da. Ich bin gleich da. Schnell, der heilt den. Ja, wir sind da. Hier in dem Kasten. Da in dem Kasten sind sie. Jawohl. Einer ist noch da. Heilt sich. Ich und Dennis, was für ein Anime schaust du gerade so? Ich habe als letztes jetzt tatsächlich, wo bei Netflix auf Deutsch Boruto war, die neuesten Boruto-Folgen geguckt. Echt? Boruto? Ja. Wobei ich, ja, ich finde Boruto ja echt scheiße. Aber ich habe mir gedacht, okay, komm, wenn sie jetzt, ich guck mal, wie weit sie jetzt in Deutsch sind und die waren jetzt weiter als ich war in Japanisch. Dann habe ich sie mir mal angeguckt und es ging. Ach, scheiße. Ansonsten, davor habe ich... Was habe ich davor geguckt? Davor habe ich Demon Slayer endlich zu Ende geguckt. Echt? Das ist, ja. Ich muss auch die neueste Folge, die am Sonntag rauskam. Ich habe schon den zweiten... Hast du den Film geschaut davon? Ne, den Film habe ich nicht geschaut. Ich habe auch nur die erste Staffel bis jetzt geguckt, die auf Netflix war. Aber Demon Slayer, also ich finde, die erste Staffel wird ja auch erst in den letzten Folgen interessant. Wo der dann bei den 12 Säulen ist. Und dann die konzentrierte Atmung lernt. Ich finde, da wird das erst interessant. Ich schaue gerade Bleach. Bleach? Ja, schön. Muss auch endlich mal geschaut werden. Danke, Schatz. Schlaf gut. Ich mach. Ja, bei Bleach habe ich so weit geguckt, wie die deutschen Folgen gingen nochmal. Ich habe es ja nochmal von vorne angefangen zu gucken, bis da, wo die deutschen Folgen aufhören. Außer die Staffel mit der Prinzessin. Also diese Filler-Staffel, die habe ich übersprungen. Da hatte ich keinen Bock. Ach, mit den Bounce oder was? Ne, die Bounce, das gibt's ja auch in Deutsch. Das ist noch nach den Bounce. Die waren auch schon in der Welt von den Hollows. Haben da auch schon gegen Grimshaw gekämpft. Die hat die Gruppe verlassen, okay? Mach kurz Pause. Bin kurz AFK. Was? Bin kurz AFK. Also die haben gegen Grimshaw gekämpft und Grimshaw kämpft jetzt auch mit denen zusammen. Mit Ichigo. Ichigo, genau. Ja. Ja, so weit bin ich. Und dann habe ich aufgehört zu gucken, weil dann gibt es auch keine deutschen Folgen mehr. Ich hatte bis jetzt keinen Bock, die auf Japanisch wieder zu gucken. Auf Japanisch kenne ich sie ja schon. Alle 366? Ja. Weißt du, was das Tolle ist? Im
Oktober nächsten Jahres beginnt der letzte Arc von Bleach. Ja, habe ich, ja. Weiß ich, dass neue Folgen kommen. Ja, der Thousand Year Blood War. Hast du jetzt schon den Trail angeguckt? Nein, aber ich weiß halt, ich habe halt gehört, dass neue kommen und da freue ich mich auch schon drauf. Warte, ich muss kurz auf meinen Mother-Server näherte. Ja, bei dir machen wir dann einmal Dur und dann höre ich aber auch ja, auf, dann gehe ich ins Duo, Bett. Hätte ich gesagt. Bitte? Ja, ja, machen wir Duo. Ja. Mega Man Monchi ist da. Ach, hallo Mega Man Monchi. Danke, Schatz. Werde ich, ich mache ja auch nicht mehr lange. Ich mache jetzt noch eine Runde mit bei dir im Dur und dann mache ich mich auch vom Acker. Mit ein paar Cookies ins Bett. Cookies ins Bett? Ja, ich bin sau fett, deswegen kann ich jetzt eh essen, was ich will. Scheiß drauf. Ich mache die Diät ja eh ab dem 1.1. Dann nehme ich ja wieder 10 Kilo in 3 Wochen ab. Das heißt, du frisst dir jetzt 10 Kilo drauf? Hab ich schon. Damit du es einfacher hast, die wieder abzunehmen am 1.1., ja? Ich habe die 10 Kilo jetzt schon. Deswegen ist es jetzt sowieso egal. Ach so. Klingt logisch. Wo gehen wir hin? Ja, such du aus. Dann lass uns doch nach Greasy reinfliegen. Mega Mamonchi geht auch gleich schlafen. Das ist auch vernünftig. Muss man morgen fit sein. Ich wollte heute länger machen, aber irgendwie hauen jetzt alle ab. Ja, ich habe von Anfang an ja. Ich wollte ja von Anfang an eigentlich gar nicht so lange. Ja, ja, alles gut, alles gut. Morgen Weihnachten Geschenke, ja. Ja, weil ich habe ja gesagt, ich schlafe in letzter Zeit sowieso schlecht. Das ist auch der einzige Grund, warum ich heute die Ausnahme mache und wieder Alkohol trinke. Meinst du, du schläfst mit Alkohol besser? Ja, definitiv. Vor allem kriege ich unter Alkohol auch keine Schlafparalyse. Das kann ich jetzt gerade gut gebrauchen. Naja, wenn's hilft. Ja, wenn man selber keine Schlafparalyse hat, dann kann man das halt schlecht nachvollziehen. Ich habe das schon quasi, wenn ich nicht zu sehr die Decke eingerollt habe quasi, dann komme ich auch nicht raus. Das kannst du aber nicht vergleichen. Das ist du halt nur eine semi-andere Variante. Ne? Nee, du weißt schon, dass du bei der Schlafparalyse gewisse Dinge siehst. Oh, ne? Fuck. Ich hab hier die siehst du nicht, wenn du dich zu doll einwickelst. Ja, ich komme. Ach, der du bist schon down. Ziemlich, ja, ja, der ist ziemlich low. Ich habe den ordentlich angehittet. Aber, er mich leider auch. Der fliegt da den Berg hoch. Ich komme sofort. Puh. So, jetzt. Ich komme. Ich hatte hier gerade selber noch zu kämpfen. Ich habe kein Schild. Du hast auch einen Gegner. Der schießt doch auf mich. Scheiße, muss ich mich erst drum kümmern. Scheiße. Ja, okay, dann können wir noch eine Runde spielen. Machen wir mal direkt bereit. Ja, das war ja jetzt wirklich nix. Ach, Konki ist auch wieder da. So, jetzt bin ich mit Ton da. Ja, Konki, wir gehen aber jetzt gleich. Also ich ist zumindest. Konki ist jetzt mit Ton da, jetzt kannst du aber auch nicht einfach gehen. Ne? Doch, ich kann das. Ich bin eh langweilig. Guck mal, Konki möchte mitmachen. Sollen wir Konki mitnehmen? Ach, lad mich mal ein. Ach, komm, ja, mitnehmen, Konki mit. Ja, aber wie gesagt, Konki, ich spiele nur noch eine Runde. Der bei dir spielt aber noch ein bisschen länger, glaube ich. Ja, Mega Man Monchi, im Moment ist echt scheiße. Ich glaube, ich hab Konki nicht in der Liste. Nee, ich lade ihn ein. Hä? Zucato ist in der Battle Royale Lobby, steht bei mir. Ist doch okay, kannst doch gerne 3 Runden spielen. Willst mich verarschen? Spiel startet gerade. Ja, hau rein.
Kannst auch auf meinen Discord kommen, Konki. Ah ne, wir sind beim bei dir auf dem Discord. Wir können auch auf Ingame-Sound wechseln. Also ich habe Ingame-Chat an. Du kannst zumindest mich auf jeden Fall Ingame hören. Ja, warte. Dabei habe ich dich extra stumm geschaltet. So, da muss ich dich jetzt... Ja, du kannst mich ja auch auf Discord lassen. Es funktioniert ja trotzdem. Ich habe dich auch stumm geschaltet Ingame und habe dich übers Discord und Konki höre ich dann Ingame. Ist doch okay. Ja, nee, der hört aber dann dich nicht. Ja, doch. Ach so, ja. Ja, ist egal. Ich hab dich jetzt auf dem Discord stumm geschaltet und dafür hier Ingame an. Lustig. Dann hörst du mich jetzt Ingame und ich höre dich übers Discord. Großartig. Ja. Na komm, wenn der Konki da mit reinkommt. Moin, moin. Moin, moin. Hallo, Konki. Hallo. Langweilig. Ja, komm, hör jetzt auf jetzt. Langweilig. Langweilig. Warte. Ah. Wo ist er denn? Ich muss euch mal leise machen. Wieso, wo bin ich denn? Nein, nicht du. Ich suche gerade was in meinem Spind. Achso, ich bin noch drinne. Das merkt man gar nicht, wenn ich drin bin, ne? Nee. Nee. Ist so klein. Das hast du gesagt. Ich bin unauffällig. So. Oh, ich packe Geschenke aus. Oh, toll. Was für Müll. So und so. Oh, hat sich Warten hat er genommen. Dennis muss ein bisschen damit angeben, dass er sehr viel Geld ausgegeben hat. Ja, ja. Das kann ja nicht anders. Das. Wie, ich habe viel Geld ausgegeben. Oh, Gruß von Glitzereisbärchen. Ja, zurück. Oh, hallo, liebe Grüße. Oh, komm, bitte, dann kriege ich Anfragen hier schon wieder. Nein, ich spiele jetzt nicht mit. Bin beschäftigt. Ja, der Rufus spielt auch. Mhm, genau der. Boah, der scheiß Karottentanz, ey. Den wollte ich mir eigentlich auch letztens holen. Ich hab's mir echt überlegt. Ja, ich habe ein Geschenk gekriegt von Kessel. Aber jetzt kommt das. Na, hol raus. Ja, hol Matrix. Raus. Ja, hab ich nicht. Ich wollte mir legen, mal nein. Ja, ja, hast du nicht. Warum hast du das denn nicht? Nee, weißt du, was morgen kommen soll? Boba Fett. Oh. Aber Epic Store war schon wieder, das macht Kinder das Geld zu klauen. Und mir. Aber eigentlich wäre besser, wenn sie Boba Fett am 29. rausbringen würden, ne? Ja, wegen der Serie, ich weiß. Ja. Boah, ey, jetzt knusperst du da rum, was ist denn da los? Ja, hier ist Duplo, Schokolade, meine Fresche. Wie, du isst den Frank? Ja, X darf ich ja. Naja, wenn man schon keinen Sex hat, dann kann man wenigstens Süßigkeiten essen. Oder gut erkannt. Ist das normal, auf dem Donnerstagabend 12:30 Fortnite zu spielen, als erwachsener Mann? Wo ist denn hier noch was? Was ist daran nicht normal? Anna, wo? Hast recht, ich sehe keinen. Nee, ich wollte ja eigentlich sowieso nicht so lange. Ja. Ich wollte eigentlich, aber ich konnte nicht. Ladehemmung. Ja. Waren die blauen Pillen aus? Die blauen Pillen. Ah, ich habe Besuch und keine Pappe. Das ist schlecht. Hast du es schon Besuch? Ja. Das ist schlecht. Aber ich komme mal zu dir rüber. Ah, kein Thema. Der oh, ich habe auch ganz arg Besuch. Fuck. Achtung, du kriegst Besuch. Kommt jetzt zu dir rein, da gleich durchs Dach. Achtung. Da kann auch gerne kommen. Dein ist tot. Oh, toll. Oh, Leute. Dennis, wir haben hier drüben Stress ein bisschen. Ja, ich komme sofort. Lass mich eben noch eine Truhe öffnen. Das sind verschiedene Teams, sind es gewesen. Ich komme.
Ich verstecke mich hinterm Schornstein so lange. Ja, ich seh's. Oh nein! Nein! Oh! Das war eine sehr gute Runde. Ich glaube, wir machen noch eine, ha? Ja, eine noch. Ja, siehst du, wir kommen auch mit den 3 Runden. Ja. Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Irgendwie läuft's gerade nicht so gut. Irgendwie. Wie spät haben wir den Spieler? Sind die Kinder da jetzt wach? Ah, die dürfen ja kein Fortnite spielen. Ja, jetzt kommen die 13-Jährigen raus. Ja, die Ewigen müssen ins Bett. Die Schwitzer. Und ich meine nicht die Schweizer. Ja. Was zum Teufel ist das denn für ein gespenstischer Background? Hab ich noch nie gesehen. Was denn? Der Ladescreen bei mir ist gerade total creepy gewesen. Verwende Weihnachtsgeschenke. Hä? Guck mal, ich mal dir was, Konki. Oh. Und ich, ja. Guck mal hier, mein Weihnachtsgeschenk für dich. Oh, danke. ich wollte sagen, ich bin gleich live. Ich wollte sagen, unten die Tiefen dran zu spenden. Ich ja, ist doch egal. Ich hab's dir einfach nur gezeigt. Einfach nur gezeigt. Achso, jetzt zeig's mir. Ich markiere jetzt nicht mehr. Das hat zweimal schlecht geendet. Ihr markiert. Ja, dann möchte ich gerne dahin. Da, wo alle schon ausgestiegen sind, wir alleine sind. Gut. Ja, weil da nichts ist. Ja, genau, weil da nichts ist. Da ist keiner. Oh, Mann. Ja, das ich kann klingt nach haben. Einem abgefahrenen Plan. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der wirklich aufgeht. Wir sollten eher vielleicht da oben landen, deswegen ist es ein Gruppentresor. Ja, jetzt bin ich schon fast unten. Ne, ein Tresor muss ich nur öffnen, theoretisch. Ich komme hoch, wenn ich an der Tankstelle war. Oh, hier kommen noch andere. Ne, da oben landen auch Leute. Ja, und hier unten auch. Was wollen die denn hier an der scheiß Tankstelle? Ich bin nicht, werden wir gleich sehen. Stress wollen die natürlich. Die kriegen jetzt auch gleich Stress. Jetzt, pass auf, jetzt wird Stress gemacht. Hey, jetzt gibt's richtig Stress. Hey, welcome back, Zuki. Thanks. Ich komme gleich zu euch. Wer ist denn dieser Zuki? Super Idol. Es gibt Menschen. Einiges doch hier. Dennis macht nur noch 1-2 Runden nach der hier. Machst du dann noch wieder mit? Ja, ich mach jetzt. Wieso nämlich dabei? Wer? Ich? Oder wo? Großartig. Also. Ist bei dir. Ach, bei dir ist auch live. Ja. Wir sind alle live hier, außer Zuki. Also, ja, ich auch nicht. Ich wollte eigentlich auch nicht mehr. Das ist schlecht. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Da hinten. Hab ihn! Venom. Zack, ist kaputt. Ja, dann lass uns mal hoch zum Konki rennen. Oder Richtung Konki. Komm, bitteschön! Bin da! Yay! Komm mal her! Komm mal her, Konki! Hier! Hier! Ja! Wie ich dachte, Gruppenkuscheln. Was? Ey, bei dir, warum schreist du denn Gruppenkuscheln, wenn du sowieso nichts hast? Du hast gesagt, wir sollen zu Konki. Ich hab gedacht, wir machen Gruppenkuscheln. Nee. Oh Mann. Ich fahr lieber. Tschüss, auf Wiedersehen. Hey, hallo? Ja, warum gehst du mir denn hinterher? Ja, ich geh weg. Warum? Gute. Nee, dann komm rein. Komm, steig ein. Nein, komm ganz tief rein. Ja, nee, also so klappt das nicht.
geil. Wusste ich gar nicht. Cool. Ich mein, Spider-Man fährt, ich kann für nix. Ja, dann fahren wir jetzt in die Zone. Das sieht aus wie zwei kleine Kinder, die den Fasching wollen. Oh, da vorne liegt, glaube ich, ein goldenes Geschenkchen. Papa, oder ich muss mal ganz kurz. Ich wollte Pirat sein, aber jetzt bin ich blöder Spider-Man. Wir sind ja weit gekommen, wie wir so mal erwähnt haben. Ja, jetzt geht weiter. Achso. Ich musste nur kurz ein Geschenkchen aufsammeln. Achso. Ja, da war so eine goldene Box. Achso, jetzt bei dir ist gierig. Ach ja, Ruhe da! Ruhe auf den billigen Plätzen! Ey, ich bin Verdiener. Oh, warte, ich steig mal aus. Ich möchte mal mit dem Typen quatschen. Und die Truhe hier, weil ich nur Scheiße hab. Oh, Lama! Lama! Ja, ich komm ja schon, ich bin ja schon unterwegs. Mach's kaputt. Ja, ist nicht so easy. Es treibt ab! Oh nein, das ist doch gegen das Gesetz. Ja. Jetzt habe ich weder die Sixpacks noch den großen Trank. Danke, Mann. Ja, komm mit. Ich verteile jetzt eh gleich eine Runde Zeug. Weißt du, ich denk so, oh geil. Ah nee, der große Trank ist weg, dann will ich das Sixpack. Sixpack auch weg. Und was glaubst du, warum Finnen immer so begeistert ist, wenn ich am Looten bin? Oh Mann. Alle Loot kann man hier. Ja, komm mal her, komm. So, da ist eine Schrotflinte und hier sind noch große Tränke, falls irgendjemand mitnehmen will. Ja, jetzt will ich auch keinen mehr. Da ist noch Kokosnuss zum Vollmachen. Mal, ich schmeiß aber einen kleinen noch dahin. Sehr schön. Immer mit. Jetzt fahre ich selber. Oh nee. Wenn du noch 3 Sekunden wartest, komme ich mit. Oh nee. Ach, jetzt fährt er mit so einem Ding da. Kann man da auch mit draufstehen? Warte mal, wart. Das muss ich balancieren. Fahr doch mal 3 Sekunden nicht, du. Ich fahr doch jetzt, nicht. Jetzt. Na, geht nicht. Schade. Warte mal, aber das ist doch noch so ein Ding. Turmereignis. Nein, jetzt fahre ich nicht mehr mit. Jetzt will ich nicht mehr mitfahren mit euch. Aber. Jetzt fahren wir aber da mit. Zone kommt. Komm, Gies bei mir im Chat und konzentriert sich nicht aufs Spielen, muss ich sagen. Ja, das macht nichts. Bin ich sehr enttäuscht. Der Konki bleibt beim Spielen noch einfach so stehen und spielt an seinem Handy rum. Ja, das kann ich gut. Moment, gut, mein Handy da. Moment. Spezialfähigkeit. Stehen bleiben im Spiel und am Handy spielen. Und andere Sachen rumspielen. Das kann ich. Das kann ich aber auch. Ja, bei Konki ist das aber, das ist normal. Ja, normal. Ja, aber das ist doch super, dann hat er wenigstens Übung drin. Ja. Er spielt nebenbei mit seinem anderen Account noch. auf dem Handy. Ja. Stimmt, ja. Hier ist ein großer Schildtrank, falls irgendjemand die stackt. Nö. Ich klau mir meinen eigenen Loot weg. Tu ich nicht, aber ich nehm's trotzdem einfach jetzt mal. Aua! Hä? Oh. Warum sagst du Aua? Ja, weil du mir was vom Kopf geworfen hast. Nö. Das kommt dir nur so vor. Alter, ey, heute ist mein Bauskill so richtig heiß. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Mich heute schon 4-mal selber eingebaut, ey. Mhm.
Genau, wir machen schon Krach, dass alle hören hier, ne? Ja, klar. Ja, wir wollen doch Gegner töten, oder? Oh mein. Zuki ist langweilig, das glaube ich nicht. Wie Zuki ist langweilig? Nikonki ist langweilig. Zuki. Ich bin Zuki. Langweilig. Langweilig. Das ist mein Spruch. Klau den nicht. Ich habe aber dafür einen Sound Alert. Der ist langweilig. Interessant. Ja, den brauchst du auch, Konki. Da muss ich das nicht mal schreiben, wenn ich bei dir in die Streams komme. Ich mach für dich nur bei einem Befehl Ausrufezeichen L für langweilig. Ja, das wäre doch mal. Ausrufezeichen L, damit er nicht so viel schreiben muss. Dann nehme ich vom ganzen Stream, wo du reingeschrieben hast, langweilig, dann Text kopiere ich mir da rein in den Bot, dann macht der Variierte immer. Ja, finde ich gut. Ja, glaube ich dir. Oh, nein, nein, oh, oh, fuck, fuck, fuck. Leute, ihr Gegner. Ja, ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon, ich bin schon da. Ich supporte dich, Anna's down. Super. Hier ist noch einer, direkt bei mir. Ah, hätten auch noch einer. Das Lama ist lost gewesen. Dankeschön. Ich hoffe, das machen jetzt alle. Sixpack liegt hier. Ja, kann irgendjemand mitnehmen. Ich kann leider nichts mehr Sinnvolles tragen. Hundert Schwachstellen verursacht. Sixpack haben wir. Nehme ich hier mit? Nein, brauche ich nicht. Nee. Ah, hier liegen überall Sixpacks rum. Ja, da ist so ein Saufgelage quasi. Mit so ein paar so blauen Kisten. Da kriegst du ganz viel von diesen Sixpacks und von den anderen Getränkedingern daraus. Wenn ich Saufgelager denken muss, warum muss ich an Game Never denken? Ich weiß nicht, warum Leute bei Saufen immer an mich denken. Keine Ahnung. Keine Ahnung, hier ist noch ein großer Schildkrank. Boah, hier in dem Gebäude fühlt man sich wie in Radical Heights. Was, Radical Heights? Ja, Radical Heights war auch ein Battle Royale Spiel, das in den 80ern spielt. Das war richtig. Ach, das, was abgesegnet wurde. Was so gut, was keiner gespielt hat. Ich fand's toll. Oh, Zone, Zone, Zone! Oh ja, ich bin drin. Guck mal, der Konki macht einen. Konki macht sich hier einen auf schnell, dann machen wir das nach. Ja. Komm. Ja, hier wird geschossen. Ja. Hast gesehen. Ich kann ihn nicht. Schieß zurück, er ist down. Ja. Hä? So, jetzt aber. Ey. Gut, Oi, oi, oi. Der Gegner war nicht nett, der hat nichts Sinnvolles gedroppt. Nichts Sinnvolles. What the fuck, hier ist. Bläh. Aber der. Nur diese kleine Kante kann man nicht drüber laufen. Aber Leute. Er ist ja gekrabbelt, das heißt, seine Kollegen sind noch hier irgendwo in der Nähe. Weit weg können sie nicht sein, so groß ist die Zone nämlich nicht mehr. Die warten jetzt bestimmt, bis wir weg sind, um den zu holen, weil die Angst haben. Das kann schon sein. Das ist doch besser, wenn die Angst haben. Geh mal ganz wenn die Profis am Start sind. Ja, wo sind da die denn? Da kommt Vogel. Aber kein. Hier sind Spidey-Handschuhe, wenn noch jemand will. Ich hab. Aua. Hab beide Vögel erwischt.
Dennis ist über mir, wo kommt die? Ja, der ist nach da hinten geschoben. Ach, da drüben, auf dem ganz oben Berg. Oben wegen, ich will snipern, hier oben ein bisschen Aussicht. Kannst du denn snipern? Nein. Ich frage Richtung für einen Freund. 35. 35, ja. Ja, da war nur eine Reihe. Ich schieße auf 43 oben. Sind die oben auf dem Berg? Einer. Ich geh mir hin, ich hab na, wegen einem gehe ich da nicht hoch. Nö, der lebt mir nicht lange, der ist ein bisschen lost. Ja, aber gegen Konki reicht einer. Ja, aber dann bleib ich lieber unten. Ist direkt gestorben, direkt. Der war alleine. Ach, da war der bestimmt schon. Hier unten ist einer im Wasser. Oh, da. Oh, es snipert auch einer auf mich von Osten. Osten. Ah ja, da. Der krabbelt aber. Nee. Da snipert noch einer aus dem Busch. So, bei 160. Ah, ja, ich seh'n. Haben. Okay, das ist geplatzt und es snipert noch einer vom Berg bei 180. Ja, die sehe ich. Da hinten, das sind zwei. Stück. Fuck, ich bin down. Das sind aber auch jetzt die letzten da drüben. Nein! Oh, fuck. Ich krabbel. Konki, hol die! Ach, die Sniper, die kleinen Kacker, die. Die stehen voll offen, Sniper, die. Mach die platt. Mach die weg! Alter. Alter. 8, 6. Scheiße. Schade. Naja, aber immerhin Platz 2. War doch gar nicht so los. Ja. Dennis, machst du noch eine mit? Nee. Boah, der Zucki wollte jetzt auch wieder. Nee, heißt ja. Oh komm, eine Runde noch, aber das ist jetzt wirklich die letzte, dann gehe ich wirklich ins Bett. Dennis, hätte mal TikTok gesendet, ne? Du hast mir einen TikTok gesendet? Ja. Im Discord oder wo? Ja. Guck ich mir an, wenn wir aufgehört haben zu spielen, ja. Oder, ach, egal. Ach, mal eben gucken. Dürfen wir mal dazu schauen? Komm, du musst noch aus dem Match raus. Ja. Müssen in der Lobby Zucki abholen. Achso. Nee, den zeige ich das nicht. Wer weiß, was du mir da wieder geschickt hast. Naruto. Ja. Ach so. Hat Naruto auch einen TikTok gekauft? Nein. Was ist denn? Oder was machst du mit Ranking? Hä? Ich verstehe den TikTok nicht. Verstehst du nicht? Okay, mein großes Idol. Nein. Oh. Namensbaron. Nannte ja, Sprachenvergleich. Ein Baron zum Verlieben. Ah, Arschbaron hier, ist das du? Bist du das? Nee. Shinra Tensei. Ein Baron zum Verlieben. Oh mein Gott. Nein. Game Gamer. Das sind jetzt. Ja, das war ja. Konki, du musst noch bereit drücken. Ja, das also, war ja schon. Das war ja schon bei Dragon Ball auch so krass, die Unterschiede. Wenn man die amerikanischen Stimmen richtig geil, ne, richtig furchteinflößend von Vegeta und so, dann hörst du die deutsche Synchronstimme und denkst dir, what the fuck? Aber es sind vielen. Ich sag nochmal, die deutsche Synchro. Englisch ist eine schönere Sprache, auch wenn es kaum kann, richtig. Jutsu der Tunnelle! Almighty habe ich alle in Japanisch. Ich habe die alle in Japanisch gesehen, Boku no Hero. Ich meinte Almighty Push. Das ist Jutsu der Druckweile auf Deutsch. Ach so. Ich dachte, du redest jetzt von Boku no Hero Academy. Nein, ich meine. Oder Konki. Aber finde ich Druckwelle. Also ganz ehrlich, ich finde Druckwelle fast besser als Almighty Push. Nein. Ich finde es der Wahrhaftige. Ja, das ist schön. Schön, dass du da bist.
Einfach schön. Einfach. Zuki, du markierst. Ich markier. Oder Dennis, von mir aus. Nee, ich nehme meine Markierung zurück. Ach, Mann. Ja, schnell zu Greasy. Voll gut. Ja, die Motivation ist da. Auf jeden Fall. Ach, da. Motivation okay. Ist absolut vorhanden. Also meine Motivation ist seit dem Mittag ziemlich gut eigentlich. Okay. Echt? Warum? Warum? Was war denn mit Mittag? Ich habe Gandhi endlich auf Level 90 gekriegt. Grazie. Bam. Ich habe letztens bei... Ja. Wie heißt das nochmal? Warte mal. Bei Evertail habe ich einen Pro-SSSS-Charakter gekriegt. Geil. Was? Macht deine der Charakter auch so viel Damage wie meine? Was spielst du denn auf Evertail? Nein. Ja, dann ja. Wie viel Damage macht denn dein Charakter? Was versaut das Spiel ihr denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Evertail habe ich mir nur aufs Handy gemacht für auf der Arbeit, wenn mir langweilig ist. Zuki spielt Genshin, das werde ich mir am Wochenende auch mal wieder antun. Ja, Genshin Impact. Mein Charakter hat 250.000 Damage rausgekloppt. Wir haben Besuch. Aber mir egal, ich gehe jetzt. Wobei, eigentlich sollte ich ja am Wochenende kein Genshin spielen, wenn Zuki nicht sich Genshin aussucht. Sonst werde ich irgendwann arm, wenn Zuki immer für Ding sparen kann. Ich habe zwei gestreckt. What the fuck? Bin gerade erst gelandet. Ich habe schon zwei hier down. Hier ist mega. Der Zuki macht auch schon irgendwie Stress. Ihr habt alle irgendwie schon. Dritte ist auch hier. Den dritten hat aber jemand Zuki geklaut. Zuki gehe ich nicht. Ja. Okay. Ich war hinter dir. Ja, hinter. Ja, was hat er da so gemacht? Will sogar nicht wissen, es war dunkel. Geil. Also ich habe was ganz Tolles gemacht, ich habe ein Taxi organisiert. Das ist doch mal was. Und einen Zaun umgefahren. Hier ist eine grüne Sniper, falls irgendjemand Interesse hat. Ich sag mal so, ne? Jeder gutes Held braucht auch einen Sidekick. Hier kann man eine lila Sniper kaufen. Am Automat kann man eine lila Sniper kaufen. Okay, dann hole ich mir die neue Staffel von Team Titans war geil. Ja, ich habe nicht mehr die zweite geguckt. Das ist doch die zweite. Achso, das ist die dritte gibt's schon. Nee. Ach nee, Team Titans. Nicht Titans. Genau, Team Titans. Team Titans gibt's schon. Mit Nightwing. Freundin ist sogar du mal Freundes anfragen. Bist du dir ganz sicher, mich als Freund zu haben? Überleg es dir gut. Ja, das würde ich mir echt gut überlegen. Hä? Wer will einen Freund haben? Sarko. Du wirst Koki nie wieder los, Zuccato. Zuccato war es, genau. Ach, das ist nicht das Problem. Oh, doch. Stimmt, bei der Motivation. Da geht irgendeiner von beiden irgendwann Selbstmord. So, wer mag alles mitfahren? Wer mag alles mit dem Taxi fahren? Taxi Express? Ich nicht. Oh, warte mal, da steht noch ein Taxi. Vielleicht hat das mehr Sprit. Man kann es auch tanken fahren. Nee, hat nicht mehr Sprit. Wir müssen gar nicht so weit laufen, ja? War ich an den Tank in der Nähe? Ist doch mal was. Habe ich doch eine gute Stelle ausgesucht, Mensch. Ja, mir wurde noch nicht zerlegt. Das ist schon mal was. Ah ja. Ah, hier ist die Tanke. Komm hier. Guten Morgen, Herr Kollege. Na, auch auf der Schicht. Ich glaube, hier wird geschossen. Hey, man kann zu zweit ein Auto auftanken, ist ja lustig. Ja. Einmal vorne, von hinten.
Du hast zu weit weggeparkt, um an beide Zapfsäulen ranzukommen. Idiot. Ihr wisst schon, dass wir in die falsche Richtung fahren. Wir fahren nicht in die falsche Richtung, wir warten auf dich. Wie, ich habe doch mein eigenes Auto. Wir haben alle eigenes Auto. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen, deswegen bin ich jetzt schon abgehauen. Wir vertrauen uns gegenseitig nicht, deswegen fahren wir lieber selber. Ja. Ja, bei Dennis würde ich auch nicht mitfahren. Der hat heute schon zu viel getrunken, der ist nicht mehr fahrtüchtig. Was? Ich habe einen Wolf umgefahren. Das macht er. Hey, Zugi, fährst du mit? Fährst du mit, nee. Zugi? Fährst du mit? Fährst du mit? Fährst du mit? Oh, nee. Das Problem ist einfach, ich trinke halt öfter nicht? Und deswegen fahre ich, wenn ich getrunken habe, sicherer, als wenn ich nicht trinken würde. Überleg mal. Ah, so einer bist du also. Ja, natürlich. Ist ja wohl logisch. Genau. Ja. Ja, kann man auch argumentieren, weil weiß nicht, wie das die Polizei sehen würde potenziell. Ich glaube, jemand hat mein Auto geklaut. Diebstahl, muss ich melden. Ich habe mein Auto geklaut. Du hast ja. Ja, Team, sollen wir nicht mal ein bisschen zusammen losziehen? Ey, alle weit verstreut. Ich habe ein Auto, ich habe gedacht, fahrt einfach mit, aber es will ja jeder irgendwie für sich selber fahren. Irgendwie machen wir gerade hier Forza Horizon Nachbau oder so. Irgendjemand schießt da. Ja, Richtung 151. Ich bin da interessiert. Ich fahr Taxi, Tag und Nacht. So eine Frau wie die. Die Fuzzis, die da Stress machen da drüben, sind aber außerhalb der Zone. Ja, aber nur ein bisschen. Er fährt Taxi. Nur mit der Spitze. Meinst du, sie ist nur mit der Spitze außerhalb der Zone? Weiß ich nicht. Nur mit der Spitze eigentlich. Ja, der eine ist auf jeden Fall jetzt down. Der andere ist jetzt gerade einen Berg runtergerutscht. Noch einer down. Ja, hier unten bei 130 rum rutscht einer einen Berg runter. Krabbelt jetzt gleich, hoffentlich. Fuck. Down. Okay, ist down, sehr schön. Meiner war ein bisschen lost. Wenn irgendjemand AR-Munition hat, wäre ich sehr dankbar. Was ist denn AR-Munition? Ist das sowas wie Virtual Augmented Reality Munition? Ja, genau die. Ich habe eine Zone. Genau die. Genau die, Dennis. Na, läuft da jemand hin, den ich kenne? Ja. Die Augmented, der Gegner hat gleich einen Kopfschuss-Munition. Die augmentet dem Gegner quasi Löcher in die Birne. Ah. Hier ist ein Zelt. Du fährst hier ist eine blaue Taxi. Kiste. Du fährst Taxi Tag und Nacht. So ein guck mal, ich stehe ein Taxi rum, das ist ja praktisch. Kann man gleich mitnehmen. Dankeschön. Hey, der klaut mir mein Taxi. Nein, das wird der Konki nie machen. Der ist ja mit euch befreundet, da macht er sowas nicht. Nee. So. Ich hab's genau gehört. Außerdem sehe ich auch, dass mein Taxi verschwindet. Ja, du fährst Taxi. Geht. Toll. Jetzt habe ich kein Fahrzeug. Nur noch 15 Schuss Munition. Und Gegner. Super. Ja, läuft doch. Bist nicht alleine. Ihr seid ein Team, ey. Ja, Teammate. 15 Schuss Munition. Du musst sag, vor, jawohl. Du musst die Folge Wildlands. Du musst die Folgen Wildlands gucken, du weißt Bescheid. Ein niedergestreckt, nur weil er sich wieder so hoch gebastelt hat und dann runtergefallen ist, weil ich das unter ihm kaputt geschossen habe. Das mache ich am liebsten, das ist nämlich richtige Doofheit. Da ist noch einer, der baut. Ja, die sind zu dritt da unten drin. Einer kriecht. Das war uns kein Witz, ne? Ich hab 15 Schuss Munition. Ja, die Gegner haben genug, kann er alles aufsammeln. Ich geh die jetzt. Mann, alles. Vorne, bei mir ist. Down. Der letzte bei mir drin, ne?
Vielleicht 50 Leben oder so. Schön. Ja, ich musste erst nachladen. Komm, ich hol dich wieder. Ich hol dich wieder von den Toten. Du musst mir nur einen blasen. Was? Lass mich sterben, mach das nicht. Nur die Spitze. Einmal anfeuchten, bitte. Alles wird sie weggenudelt, Mensch. Zuki, hier, nur das. Ja, brauchst du ein Biggie? Eine Keule. Meine. Ich hab ein Biggie. Biggie, can't you see? Oh, Zone. Uh-oh. Ich bin in Sicherheit, ich hab 200 Leben. Ja, dann brauchst du auch kein Biggie. Jetzt ein Taxi. Ja, jetzt wäre ein Taxi gut. Hätte das mal jemand. Hätte es mir nicht jemand geklaut und ich guck keinen an, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich noch eins. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Ich fahr Taxi. Ja, weiß auch nicht. Ich glaube, es war irgendjemand, der da vorne läuft. Du musst ihm immer Game Level Schuld geben, der kann auch nicht mehr dafür was. Ja, ich kann nicht immer alles schuld sein. Ich bin zu langweilig. Ich bin zu langweilig. Einsteigen. Alter, ich hab's nicht. Ja, guck hier. Da ist Team. Da ist Teamplay am Start. Ich bin fürs Team vorgerannt. Komm. Ja, okay, ich bin. Danke. Komm kuscheln. Ja, komm her, hier. Ja. Danke. Oh. Lass ihn doch erstmal heilen, bevor du das machst. Ja, okay. Brauch nicht heilen, ist voll. Ja, hab ich gemerkt. Gib mir mein Medipack wieder. Ja, danke. Ja. Ich muss gar nicht denken. Okay. Oh, du hilfst. Das sind, glaube ich, die Elfen. Ja, das sind die Elfen auf der Straße. Oh, fuck. Da kommt einer mit Spidey-Dingern. Das ist jetzt über uns, hinter uns. Geh mal zu den Getroffen. Der Familienbonbon genommen. Oh, das wollte ich haben, das Lilane. Verdammte Hacke. Kannst du das Grüne haben? Ich hab das Grüne. Ich bin ja immer noch böse dafür, dass du mir vorhin den Biggie weggelootet hast. Ich kann dir jetzt einen Biggie geben. Ranger? Nein. Die kannst du haben, Dennis. Oh, scheiße, die Zone kommt. Wo haben sich denn die anderen hin verpisst? Ja, hier hab einer war schon down, sondern war da nur noch einer und dann. Also, da vorne ist ein Gegner. 336, Gegner, snipert. Ja, ist down. Ich versuche in der Zone zu bleiben, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, das ist voll gut so. Oh, ich habe ja das Spidey-Dingsbums bekommen. Alter, sind diese Spidey-Dingsbumsels massiv overpowered. Ja, da kannst du echt gut Land mitgewinnen. Das sind zwei Jungbrunnen. Ich nehme die mit, ja. Gegner bei mir. Ist niedergestreckt. Oh, Achtung, du bist jetzt in der Zone. Half-Eaten Princess. Hört sich gut an. Was hatte die denn so? Ach egal, alles mitnehmen.
denn hier noch los? Hab uns ein Kopfgeld geholt. Nice. Ja, okay. Macht der Kopfgeld. Winkel. Vier Mann gegen ein. Ja, jetzt aber ranhalten. Den Sieg hätte ich heute gerne noch. Ja, ist nur ein einziger. Ja, ja, den finden wir jetzt noch. Soll ich noch mal ein Kopfgeld-Dingens? Ja, mach, einer lockt ihn raus und die einen killen. Ja, ich guck mal eben, ob ich die Nummer finde. Wer schießt denn hier? Ich. Okay. Ich. Ach scheiße, hier kann ich kein Kopfgeld-Dingens mehr holen, schade. Weil das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Ja, wie gemein. Oh, der ist ganz oben auf dem Berg. Norden, ganz nördlich auf dem Berg. Hier oben ist er oben drauf. Ja, ich sehe ihn. Ich bin auf dem Weg, ich bin bei dir, bleib in der Felsen. Hab ihn gehittet. Schildbreak. Hat kein Schild mehr. Der fährt mit dem Jeep runter. Ja. Hä? Nee, der ist doch noch oben. Der ist immer noch oben, der hat nur einen Jeep runtergeschmissen. Ich komm von hinten. Von hinten? Ja, von hinten. Von hinten, wie geil. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, das ist ein guter Abschluss für den Abend. Ja, dann... Für mich zumindest. Dennis, dann wünsche ich dir zumindest noch eine gute Nacht. Keine Ahnung, ob der Rest noch bleibt. Ja, eine Runde bleibe ich noch. Bestimmt noch. Dann gehen wir kurz in die Lobby, hauen den Dennis raus und dann machen wir noch eine lustige Trio-Runde. Ich gehe selber. Aber dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht und wenn man sich morgen sieht, schon mal frohe Weihnachten. Ja, danke, das wünsche ich euch natürlich auch allen und euren Liebsten und Angehörigen. Sind ja nicht immer die Liebsten gleich die Angehörigen. Nicht immer die Liebsten. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Nacht die Nacht. Tschüss. So. Ja, und natürlich euch, meine lieben Zuschauern, wünsche ich auch morgen, beziehungsweise heute, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst euch gut beschenken, gönnt euch so richtig und ja, vielleicht sehen wir uns morgen Abend wieder, aber erst spät, weil morgen ist natürlich Familie erstmal angesagt und mit meiner Freundin noch ein bisschen und ja, vielleicht danach noch. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachtstage, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ein schönes Fest. Und ja, treibt es nicht zu doll. Ciao, Leute.